So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt Saukoden. Suikoden. Suikoden, also ich bin genau. Suikoden einziger, mein Lieben. Einen schönen guten Abend, Xena. Hallo Xena, schön, dass du da bist. Und schönen Feiertag wünsche ich dir. Genau, hier hinter mir stehen die beiden Prachtstücke. Einmal das deutsche, wo wir haben, das weiße. Und hier das bunte, das ist japanische. Genau. Suikoden ist ein Rollenspiel von Konami. Da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele. Capcom hat viele Rollenspiele gemacht, so Breath of Fire und so weiter. Und natürlich Square und Enix haben damals zu der Zeit viel gemacht. Auf dem Super Nintendo auch und mit PlayStation eben. Und Suikoden ist heutzutage ein teureres Spiel, aber davon wollen wir jetzt nicht so groß reden. Ne? Ist eine teure Reihe quasi, die man so nachkaufen könnte. Und ja, wir widmen uns heute im ersten Teil. Ich habe mich vor 2 Jahren, habe ich schon mal Suikoden angefangen. Da habe ich die ersten 4 Stunden gespielt und habe da quasi so ein bisschen Englisch mitlernen wollen, weil das Spiel ein gehobenes Englisch wirklich auch anbietet. Und wir werden das weiterführen oder nochmal von vorne anfangen jetzt komplett. Und werden da aber zusätzlich noch die gute Sibylle mit, oder den Google-Übersetzer. Ich habe sie Sibylle genannt, die übersetzen immer so schön die Sätze, wenn man wo so kann die Wörter... Wo kamen die Damen? Hatten die immer genervt? So. Ich habe die immer da irgendwo so eingefügt. Sibylle war auch einmal ziemlich dominant bei irgendwem. Ja. Wer war die denn da so dominant? Ja, ja, ja. Mit Leon, genau, stimmt. Suikoden, ich sehe, genau. Suikoden, oder kann man auch sagen, ne? Suikoden oder Saukoden oder... Ich habe so ein lustiges Wortspiel, ich mir schon ausgedacht. Hallo Edmund, schön, dass du auch da bist. Erstmal hallo Edmund, an Xena, vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Ja, es hat ein Rollenspiel, dementsprechend geschrieben und gelesen, es ist keine Sprachausgabe da und so weiter. Es sieht halt aus wie ein klassisches SNES-Rollenspiel, ihr kennt sie alle, Secret of Mana, Illusion of Time, Terranigma. So in dem Stil ist es gehalten und so wird es auch hier sein. Und wir sind sehr gespannt. Wie immer ist zu sagen, Cosmo ist auch dabei. Der schläft jetzt gerade, aber er kann natürlich ab und zu mal, ich will es nicht nerven die Prinzessin sagen, aufwachen. Aber dann ist er ein bisschen aktiv. Ne? Dann muss die Michaela wird sich dann darum kümmern, aber ich werde konstant weiterspielen, dass wir da keine Gaps haben, so ein bisschen, oder den Faden verlieren, weil es ist ein Rollenspiel. Oh, Chris redet schon auf Englisch. Und wir wollen Gaps, ja genau. Ich meine das heißt Lücke, wenn ja, genau. Egal. Gut, Suikoden. Danke, Xena, meine Süße. Wir wollen anfangen zuerst mit der Story von Suikoden so ein bisschen. Und dazu, das Spiel ist leider ohne Anleitung, was wir haben, die deutsche. Ne? Also Anleitung kostet auch nochmal, keine Ahnung, so 30, 40 Euro oder sowas. Lesen, ne? Nein, ich habe hier die Rückseite, aber haben wir ja aber. Die Rückseite blende ich jetzt hier mal ein, so schön. Und wir schauen mal kurz rein, auf der Rückseite steht, im Reich der scharlachroten Mondes. Mondes? Was? Monde. Also, aber da steht Mondes. Ist das ein Schreibfehler etwa? Im Reich des scharlachroten, gib mir mal das Spiel bitte kurz. Jetzt muss ich kurz nachgucken, ob es hier wirklich auch so, oder wie das ist. Das deutsche meinst du? Aha, hier steht's richtig. Dann lese ich es hier vor. Was hast du? Das habe ich aus dem Internet, das Bild. Keine Ahnung. Okay. Gut, das Spiel ist absolut blind für uns. Also, wie gesagt, die ersten 4 Stunden kenne ich, Edmund, aber sonst ist es absolut blind. Ich wäre auch schon ein bisschen. So, jetzt lese ich mal hier vor. Achtung. Im Reich des scharlachroten Mondes geht der Verrat um. Ist das Imperium korrupt oder verhält sich das Volk illoyal? Nur Sie können das herausfinden. Übernehmen Sie in diesem Epos im Treuebruch. Um Treuebruch, Neid und Ehre die Rolle des Reichwächters. Leiten Sie aus Soldaten und Magiern bestehende Einheiten, führen Sie Gefechten, hier ist aber Gefechte falsch geschrieben, bestehende gegen gefährliche Monster und lüften Sie das Geheimnis um das bedrohte Reich. Suikoden ist ein einzigartiges Rollenspiel. Der gesamte Bildschirmtext erscheint in englischer Sprache. Der Text im Spielanleitung ist deutsch und blablub, blablub. Also das stimmen irgendwie die Dinger nicht überein. Guck mal, der Code stimmt, oder der Strichcode stimmt aber überein. Also ich habe das nicht gescannt, das habe ich aus dem Internet. Chris, schau mal da, dieses Bestehende ist auch falsch und dieses Gefecht mit 2 E. Gefechte, genau, das habe ich auch hier stehen. Und das Bestehende ist das aber Mondes richtig? Ist hier richtig geschrieben, das ist ja interessant. Das ist echt interessant. Da gibt es wahrscheinlich, oh, da gibt es 2 Varianten von dem Nein, Spiel. Nein, bitte nicht. Doch, da gibt es bestimmt eine, die wirklich so auch mit dem Schreibfehler ist. So eine, weißt du, Erstcharge und Zweitcharge und sowas, wo Verbesserungen gemacht wurden. Das ist ja interessant. Okay, gut. Ich frage mich ja, was ist so Ikonen auf sich aussieht. Heißt das so das Reich? Heißt oh, will ich gar nicht wissen, ob das, so? Ich will nicht versprechen, dass das jemals aufgeklärt wird, Michaela. Nicht? So, wir gehen einmal kurz in die Szene, um euch das kurz zu zeigen, wie das hier abläuft. So Ikonen hier. So, ihr seht im Fernseher hier. Ihr seht natürlich wie immer hier, jetzt seit neuestem dabei, immer das Originalbildschirm hier, ne? Röhr TV. Hier ist die Übersetzung von Google Übersetzer. Das machen wir ganz easy so, nämlich mit dem Mikrofon und zwar Conclusion. Und jetzt müsste Sibylle euch Abschluss gesagt haben. Wir hören das nicht, weil eben, und ist jetzt aber eingeblendet links oben. Das ist, so, wir können ganze Sätze übersetzen. Ich glaube, Google hat aufgerüstet mit der KI. Ist besser geworden. Mit KI auf jeden Fall ist es besser geworden als das letzte Mal vor 2 Jahren. Früher war Google Translator Katastrophe früher. Ja. Heute trinke ich eine Fanta Lemon mit dir, Chris. Cheers. Ich habe keine Fanta Lemon da. Ich habe heute eine Fanta trunken, Xena. Aber eine Pepsi hätte ich dann. Die Mittag habe ich trunken. Eine schöne Original Pepsi werde ich später dann trinken. Okay. Start mal rein, Suikoden, oder? Also ich weiß nicht mehr, genau, okay, alles klar. Gut, dann Michaela, start the engines, please.
Hä? So. Jetzt müssen wir kurz warten. Da ist jetzt schon. Am Fernseher ist es schon. Achso, hält gar keine Kopfhörer drin. Und du? Ah, doch, da. Oh. Ja, man hört es noch nicht. Ich weiß noch nicht, weil das noch nicht hat. Vielleicht müssen wir doch das orange Gerät nochmal einen ausschalten. Dann geht's aber auf jeden Fall. Ja, wir müssen das orange Gerät nochmal einen ausschalten. Einmal auf den silbernen Knopf. Schnell, bitte vielleicht nochmal. Und dann nochmal Reset drücken auf jeden Fall. Wo ist Reset? An der PlayStation. Achso. So, einschalten bitte. Das ist leider immer wieder ein Problem hier. Almdudler habe ich heute gesagt. Den habe ich noch nie getrunken. Jetzt sind wir da. Man sieht mich da. Bitte mach mal Reset. So. Okay. Guck, man sieht mich hier, Chris. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss checken, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt. Kommt da. Er kommt gleich. So, PlayStation Sound ist da. Doppelmichi, okay. Schau nochmal, Doppelmichi. Ja? Ja, aber das ist ja so, will ich ja vermeiden eigentlich, ne? Ich gebe mir halt richtig Mühe eigentlich, dass das alles schön aussieht und passt. Ach, doch. Werd ich hier untergraben oder untergangen. Nee. Wir konzentrieren uns auf das Spiel und auf das Englisch. So. Das ist mein Konami-Logo, ey. Wie massiv das erscheint. Aus Stein. Unfassbar. Konami präsentiert. Versuch mal live zu übersetzen. Irgendwie. Saukohlen. Saukohlen. Bitte sag mir die Antwort. Ist das Schicksal unabwendbar oder unveränderbar? Ich hab's nicht geübt, jetzt blamier ich mich bestimmt. Macht nichts. Ja, gesehen, ne? Ja, das ist, früher war das nicht so. Noch vor Pachinko-Automaten. Pachinko, was? Wir wissen nicht, was wir hier sehen, aber wir schauen es uns trotzdem an. Musik auch sehr schön. Es ist halt ein klassisches Abenteuerspiel, ne? Ich merke, die Musik vermittelt es auch. Abenteuer, wir gehen, ziehen raus in die Welt. Wir sind junge Menschen. Even at this most powerful, even at this. Selbst bei diesem, also zum höchsten Punkt der Macht, Menschheit existing, habe ich nicht gelesen, scheiße. Es ist schwer live zu übersetzen. Die Menschheit existiert trotzdem oder so irgendwie. Sekunden. Alright. Ja. Hui. Der Punkt ist gesetzt. Press Start. Wir drücken Start. Okay, alles cool. Bildeinstellung habe ich auch. Hier gibt's gute Musik. So. Der Chris und ich haben mal ein Spiel gespielt, das war auf Japanisch. Das hatte im Intro richtig gutes so Country-Japanisch-Musik. Die Kämpfe sind rundenbasiert und wirklich rundenbasiert, aber sie sind relativ zügig, das muss man sagen. So, New Game. Wir können unseren Charakter jetzt, glaube ich, benennen. Checking the Memory Card erstmal. So. Wir machen klassisch. So habe ich jedes Spiel angefangen, immer. Mit Chris. Wenn der Held keinen eigenen Namen hat, was er hier nicht hat, glaube ich. Ich glaube, er hat keinen offiziellen Namen. Heißt er Chris? Da heißt er Chris. Das wäre ein Charakter. Michi? Was? Haben die anderen Charaktere Namen? Die kann man nicht umbenennen. Okay. Auch. Ich habe keine Ahnung, Zimmer. Das ist die Frage. Suikoden. Vielleicht findet ihr es raus, wenn ihr googelt. Hast du gesehen eben gerade, was da war? Was ja, eine Katze ist? Und dann ein Hund, Mensch. Warum ist kein Hund gewesen? Das triggert mich schon mal jetzt. So. Ja, so. Ich kann hier laufen. Das bin ich. Hallo. Der Boden spiegelt schon mal. Das gefällt mir schon. Ja, warte kurz. Sobald ich jetzt diesen Menschen hier anspreche, geht's los. Deswegen, ich will einmal kurz hier rumlaufen und dieses Raytracing zeigen.
wie fett das schon mal damals war, ne? Wir sind im Jahr 1998 oder 99, glaube ich, mit Suikoden. 95 bis 97. Master Chris, there is still some time before your audience with the Emperor. Also, Meister Chris, es ist noch Zeit bis zu ihrer Audienz beim Kaiser. Bitte warten Sie mit Ihrem Vater, General Theo. Okay. Chris mag so. Doch klassisch. Master Chris, Son of General Theo. Master Chris, Sohn von General Theo. Würden Sie bitte ein bisschen warten in dem anderen Raum? Würden Sie ein bisschen länger warten in dem anderen Raum? Es geht noch nicht los. Wie gesagt, erst mal nicht ansprechen. Da ist noch niemand. Kasim Hatzil, das ist sein Name quasi. So, you're Theo's son, Chris. Show me your face. Also, du bist Theos Sohn. Zeig mir dein Gesicht. Aha, aha, jetzt muss er da mich. You have an excellent face, just like your father. Also, wir haben ein exzellentes Gesicht, wie unser Vater. You will be an important man like him too. Du wirst auch mal ein großer Mann oder wichtiger Mann wie er. Ich, Kasim Hasil, garantiere dies. Kasim Hasil. Da müssen wir mal gucken, vielleicht sehen wir den nochmal. Vielleicht ist es ein bisschen wie Victor Secret of Mana oder so. Sieht ein bisschen aus, oder? Victor. Kenn ich gar nicht. Nicht? Okay. Okay. Oh, ihr könnt sogar raus. Okay, wir können sogar. Hab normale Fanta-Trinken. Oh, guck mal hier. Das wusste ich gar nicht, dass wir hier auch noch überall hin können. Und natürlich kenne ich Victor. Aber da kommen wir eh überall hin, deswegen mache ich das jetzt nicht. Wir gehen mal, die Story komplett rein. Ich höre klassische Musik. Mozart, Der Chris mag doch klassische Musik. Ach, das ist gar nicht immer noch kurz. Deswegen unser Vater, das ist unser Vater. So. Das ist aber auch fies, dass er da steht und dann spricht man ihn ja als erstes an. What's the matter, Chris? Was ist los, Chris? Bist du nervös? Keine Sorge, die Audienz wird schnell vorbei sein. Just be the way you always are. Sei einfach, wie du bist. Der Kaiser ist stern. But there's nothing to be afraid of. Aber da ist nichts, wovor du dich fürchten musst. Aber was heißt das? Jetzt habe ich Stern. Stern habe ich jetzt auch schon mal. Wir machen jetzt mal live. Gucken wir jetzt mal Stern. Aber ich glaube, das weiß er nicht. Stern. Stern. Keine Ahnung. Warte mal kurz, wir machen das so. The Emperor is Stern. Ja, ja. The Emperor is Stern. Der Kaiser ist Stern. Okay, das, keine Ahnung. Das ist, heißt es vielleicht irgendwie sowas wie, er ist streng oder irgendwie so? Ja, irgendwie sowas. Aber keine Sorge. Lang. Keine Angst haben, okay. Xena schreibt schon die Namen auf, süß. Meister Theo, Meister Chris, der Kaiser wird Sie nun empfangen. Please come this way. Kommen Sie bitte diesen Weg. Oder kommen Sie bitte hierher. Bitte ich muss ja nicht alles übersetzen, ihr wisst schon. Entlang. Ich versuche mal nur zu übersetzen, was wirklich kompliziert sein könnte. Theo McDool. General der imperialistischen Armee und sein Sohn Chris McDool. Hier, um eine Audienz für den Kaiser zu haben. Oder so. Sie haben es jetzt quasi angekündigt. Ja, komm, Chris, grüß dich, dankeschön. Hallo, komm, Chris, mal. Hab doch, haben wir ganz streng, siehst du? Genau. Warum weiß Google das nicht? Dankeschön, komm, Chris, mal. Barbarossa. Welcome, Theo. How are things? Wie laufen die Dinge so? Willkommen. Ziemlich genauso als wie damals, als wir zusammen im Krieg der erfolgreich waren, im Krieg des Erfolges gekämpft haben, Johannes, Eure Hoheit. Impressive words, beeindruckende Worte. Meinst du nicht Windy? Meinst du nicht auch Windy? Was Windy? Windy. Wahrlich, keine Ahnung, indeed, wahrlich. They are the words of a great general. Das sind die Worte eines großen Generals. Theo. Ich bin sicher, you are aware of the troubling activity in North. Ich bin sicher, du hast mitbekommen, dass den Ärger im Norden mitbekommen. Würdest du dorthin gehen oder hinreisen und die Grenze beschützen? Minister. Our disputes with the United City States of Joestown are complicated. Warte mal kurz, willst du dich einmal komplett übersetzen, bitte? Das geht vielleicht. Warte mal kurz. Ich weiß noch nicht, was das ist. Our disputes with the United City States of Joestown are complicated. But with General McDool in... Okay, warte nochmal. Our disputes with the United City States. Unsere Streitigkeiten mit den Vereinigten Staaten. Of Joestown, also von Joestown, sind kompliziert. Aber mit General McDool in der Hinterhand, we can rest assured. We can rest assured. Können wir beruhigt sein. Also, aber mit Duel in der Hand können wir beruhigt sein, alles klar. Gut. My beloved sword Prack has brought me luck on countless occasions.
Also mein geliebter Schwertkumpel oder sowas hat mir schon in vielen Dingen geholfen, vielen Missionen. I would like to have it. I would like to you to have it. Take it with you. Ich bin froh, dich zu haben. Ach so, nein, mein, er gibt ihm jetzt ein Schwert. Mein Schwert hat mir schon, nicht mein Schwertbruder, sondern mein Schwert hat mir schon viel geholfen. Nimm es. Danke, Eure Hoheit. Ich, Theo, schwöre, dich nicht zu enttäuschen. Euch nicht zu enttäuschen, ganz, wenn man es ganz pingelig. Du hast meinen Segen. Viel Glück, Theo. So, und du bist also Theos Junge, Chris. Quite an impressive little countenance. Okay, das haben wir auch schon mal gehabt, glaube ich. Ich gucke mal kurz. Ah, scheiße, jetzt habe ich reingeredet, Deutsch. Warte kurz. So. Quite an impressive little countenance. Quite an impressive? Nee. Ziemlich. Das ist so fassbar, jetzt klappt wieder gar nichts, ey. Quite an impressive little countenance. Ein ziemlich beeindruckendes kleines Gesicht. Keine Ahnung, ob man das so übersetzen stehen lassen kann. Hör zu, Chris. Wärst du bereit, dem Kaiserreich eine helfende Hand zu sein, so wie dein Vater? Während dein Vater die Grenze im Norden beschützt. Es ist echt schwer leicht zu übersetzen. Ja, Eure Hoheit. Ah, so, ich kann wählen jetzt. Yes, Your Highness, I don't wanna. Ich will nicht. Und ja, was machen wir? Ich sag schon mal, es ist Steinspiel. Okay. Wir machen natürlich Yes, Your Highness. Wir sind natürlich beeindruckt von dem ganzen... Hier. You already resemble your father. Okay. Du repräsentierst ein Bug. You already resemble your father. Ernst. Du ähnelst schon deinem Vater. I shall look forward to seeing you grow into manhood. Ich sehe froh in der Zukunft, dich als aufwachsenden Mann zu sehen oder sowas. Vielen Dank für Ihre netten Worte, Eure Hoheit. Commander Krays, Commander Kratze, des imperialistischen, des Kaiserreichs, Schutzwache des Kaiserreichs, will be Master Chris Superior. Also ich werde dein Vorgesetzter, quasi. Also... Commander Krays wird mein Vorgesetzter. Wer ist das? Was für ein attraktiver junger Mann du doch bist. Viel Glück für dich, Chris. Dankeschön. We had better be going, Your Highness. Wir gehen jetzt besser, Eure Hoheit. I'm relying on you, Theo. Warte kurz, relying. Relying? Sie verlassen. Ah ja. Ich verlasse mich auf dich, Theo. Und Chris, ich hoffe, deine. Will surpass your father's. Dein Vorhaben? Efforts? Efforts? Efforts. Ah, Bemühungen. Und ich hoffe, deine Bemühungen werden die deines Vaters gleich kommen oder so. Das ist ein junger Bub, der kann das ja noch gar nicht. Du bist lauter reden, Michael. Das ist, es ist ja noch ein junger Bub, aber da kann es ja noch gar nicht so krass machen wie dein Papa. Let's go, Theo. Okay. Gut. Why Master Chris? Was Lady Windy at the audience too? Was? Yes. Why Master? Warum Master Chris? Verstehe jetzt nicht, warum. Warum da warum steht? Verstehe auch nicht. War Lady Windy at the audience too? War Lady Windy auch da? Ich habe gehört, that she bears a close resemblance. Oh Gott, geht schon los hier, ey. Jetzt pass auf. I've heard that she bears a close resemblance to Lady Claudia. I feel the cheapest. Was? Warum funktioniert der Scheiß nicht? I've heard that she bears a close resemblance to Lady Claudia. Ah, ich habe gehört, dass sie große Ähnlichkeit mit Lady Claudia hat. He still mourns her passing. Okay. He still mourns her passing. Ne, mourns heißt betrauern, glaube ich. Der ist jetzt gestorben. So dumm, was mache ich hier? He still mourns her passing. Er traut immer noch um ihren Tod. Okay. Also, Windy sieht wohl irgendwie Claudia recht ähnlich. Schon die neue Frau von dem König. Okay. Kaiser, meine ich sagen. The audience with the Emperor is over. Please depart. Also, die Audienz vorbei. Bitte Schleich verpisst dir. Euch. Please depart. Also, bitte trennt euch. Oh, warte kurz. The audience is over. Be off. I mean, please be on your way. Phew. Got that one right. Habe ich gerade noch mal so hinbekommen, da wollte irgendwas anderes sagen. Los. So ein Türsteher-Stil oder sowas. Piss dich oder so. Okay, jetzt gehen wir nochmal zum Hasil Kasim, glaube ich, hier.
Kasim Hasil heißt er. Ah, Theo. It looks like you've brought a fine son into this world. Es sieht aus, als ob du einen feinen Jungen in die Welt gebracht hast. Gesetzt hast. I envy you. Envy. Nee. Envy. Nein. Ah, ich beneide dich. Hat er ein Mädchen gehabt oder was? Oder gar keins? Embarrassing heißt peinlich, me. Mhm. You are... Was ist embarrassing? Du beschämst mich, oder? Embarrassing. Ja gut, aber you're embarrassing me. Du peinlichst mich. Keine Ahnung. Ich sag mal das im schönen Deutschen. Ich weiß es nicht. Gerade nicht. Ich weiß nicht. Okay. Dann gehen wir weiter runter. Du beschämst? Schleich die empfindet Dingerle to save our world. Ja? Kein Sinn. So. Boah, wir müssen ein Fenster machen. Ich, aber was für Dingerle müssen wir finden? Oder war das... Theo sagt, this is Grace Room, das ist also Grace Raum. Du musst hier Bericht ablegen. Du musst hier morgen früh den Bericht ablegen. Geh und stell dich vor. Also links ist vermutlich der Grace. Wir gehen erstmal rein. Das ist süße Milchbubis. Say, sag, du bist General Theos Sohn. How you've grown. Wie bist du groß geworden? Nein, wie bist du groß geworden, soll es wahrscheinlich heißen. Ach so. Nicht wie, keine konkrete Frage, sondern eher so, wow, wie groß bist du gut geworden. Hey, Kid, hey, Junge, where did you come from? Wo kommst du her? Der Kaiser ist oben und Commander Grace Room ist nebenan. Ich stammel hier so ekelhaft rum, das ist echt furchtbar, wenn ich mich selber höre. Ganz schlecht. Haha, just look at these shiny boots. Schau dir diese glänzenden Schuhe an, oder Stiefel an. I've dreamed of joining the Imperial Guard since I was a little kid. Ich habe als kleines Kind angefangen, von der kaiserlichen Garde zu träumen. Quasi, also als Fan. So. Ich gehe mal schon mal alles hier ab, so. Ah, guck mal hier. Shining Armor. Ah. Also eine glänzende Rüstung. Shining Armor, okay. What? Was? Oh! Found 100 Bits, okay, cool. Es ist natürlich nicht gut, wenn man die Sachen abklappern kann. Das heißt, wir können ganz viel. Müssen alles abchecken. Weißt du, was ich meine? Ja. Zum Beispiel bei Secret of Mana ist das nicht so. Da kannst du keine Items so mehr oder weniger. Ah, nur die Truhen, ne? Genau. Oh, hier haben wir schönes Fell hier auf dem Boden. Tigerfell, ja? So, Grace. Hä? So, you're Theos Boy. Also, du bist Theos Junge. Wie ist dein Name? Chris, ja? Ich könnte mich nicht weniger dafür interessieren. Für den Sohn des Generals interessieren. I couldn't care less if you're the son of a great general. Also ich könnte mich nicht weniger für dich interessieren. You'll get no special treatment here, understand? Du bekommst hier keine Sonderbehandlung, verstanden? Jetzt geh heim. Arbeit beginnt morgen. Melde dich hier in der Früh. Als erstes in der Früh. Ja. First thing. Oh shit. Bist du immer noch hier? Ich hab dir gesagt, du sollst nach Hause gehen. Die Arbeit beginnt morgen. Sei nicht zu spät, verstanden? Okay. Merkst du, der Ton ist etwas rauer. Did you introduce yourself? Hast du dich selbst vorgestellt? I must admit, I'm quite surprised that you've been assigned to such a weakling. Oh. I must admit, I'm quite surprised that you have been assigned to such a weakling. Ich muss zugeben, also... Sibylle liest noch vor vielleicht. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich überrascht bin, dass man dich einem solchen Schwächling zugeteilt hat. Ne? Aber... Well, let's get going. Aber lass uns gehen. Okay. Gremio must be worried sick. Gremio muss... krank geworden sein. Vorsorge. Okay, ich mach nichts. So. Das läuft von alleine. Also, jetzt haben wir kennengelernt, das Kaiserreich. I like those candles. Richtig. Schönes Wassergeräusch. Das gefällt mir. Wo die PlayStation arbeitet. Rockminster. Weißt du, Otto? Schiss Milch? Gremio. Welcome home, young master. Willkommen zu Hause, junger Meister. How did it go? Wie ist gelaufen? War alles okay? Hat er dicke Narbe im Gesicht. Oh je, bisschen wehtan. Were you nervous in front of the Emperor? Warst du nervös vor dem Kaiser? Ich war so besorgt, aber ich glaube, alles lief gut. You shouldn't worry so much, Gremio. Du solltest nicht so viel sorgen, Gremio. Oh, Master Theo, I didn't notice you at all. Oh, Master Theo, ich hab's gar nicht bemerkt, dass sie hier stehen. Oh mein Gott.
nicht bemerkt? Guter Gott, der only you seem to care about is Chris. Also der Einzige, dem du dich sorgst, scheint Chris zu sein. Entschuldigen Sie, Master Theo. By the way, übrigens, junger Meister, Ted is here to congratulate you. Ted ist hier, um dir zu gratulieren. Oh mein Gott. The stew, die Suppe. Okay. Das Wort Knigger für Suppe, ich kenne nur Suppe. Schüssel, Suppe, irgendwie sowas. Suppe. Sind das Treppen nach oben? Was ist das? Ist das keine Grimm. Frau oder ist ein Mann? Ruhig, Michaela, eins nach dem anderen. My hands are full right now. Meine Hände sind voll. Ich habe viel zu tun also anscheinend. This is the most important step when you're making a stew. Das ist der wichtigste Heißt es eher Eintopf vielleicht? When you're making a stew. Pull his ears. An den Ohren ziehen, ihn kitzeln, alleine lassen. Was soll ich machen? Ja, ich bin gut. Edmund, mein Stew ist mehr ein Eintopf. Nicht okay, dann machen wir weiter. Dann kitzle ich ihn halt. Nein. Wenn die Michaela nicht mitspielen will. Stopp, bitte! Das meint sich nach. Okay. Sie sagt so viel. Wieder noch mehr? My hands are full. Kann ich nochmal machen? Ich kann nochmal machen. Pull his ears. Junger Meister, das tut weh. Please stop. Okay. Ich kann es nicht ganz zuordnen. Grimio? Das ist ein Mann, hat gerade einen Kitzel in der Schuss selber vorgelesen, Chris. Jetzt gehen wir einfach mal hier rein zu den Leuten, in der schönen Bett hier jetzt kuscheln. Pan. Okay, Pan. Peter Pan. Spielt auch mit. Weiß ich, ob mir alle den Namen merken kann, Xena. Also. Scare him. Erschrecke ihn. Ah, lief mir mein Name. Lass ihn schlafen, oder? Oder erschrecke ihn. Dann lass ihn allein. Hey, Grammyo. Where's my super? Ah, super. Stew und super. Super ist aber Essen. Say, it's young master. Back already? Ah, du bist es, der junge Meister. Bist du schon mit zurück? Wie war deine Audienz beim Kaiser? Keine Antwort, okay. Oh. Martial Arts Handbook. Talk with your fist. Pan's Diary. Ach geil. Das sind Bücher, die hier stehen. Oh, Tagesbuch. Junger Meister, du solltest nicht in meine Bücher schauen, ohne Erlaubnis. Okay. Gexina merkt sich den kompliziertesten Namen an. Die kam mir, Cleo kam mir direkt angeschossen. Junger Meister, how many times do I have to tell you? Wie oft muss ich dir noch sagen, bitte klopf, bevor du reinkommst. An dem Zimmer an. An der Lady an, okay. Okay, you can be forgiven if it's my room. Okay, es ist der Seite vergeben, wenn es mein Room ist, denke ich, wenn es mein Zimmer ist. So, how was your audience with the Emperor? Also Kaiser, blablab. Warst du nervös? Die alle haben Farben nervös, ja. Du musst müde sein, nach so einem langen Tag. Why don't you go to your room and rest? Warum gehst du nicht in deinen Raum und restest? Ruhst dich aus, ja. So, Cleo's Diary. Young Master, you shouldn't be looking at a woman's belongings. Solltest keine Frauensachen durchwühlen oder so. Merkst du, Chris. Okay. Ist das jetzt mein Zimmer dann? Das ist aber ein hässliches Zimmer. Nee, ist es auch nicht. Es geht hier Treppen hoch, das rechts und links sind Treppen, Michaela. Ja, das weiß ich. Das ist auch mal die Frage vorne. Okay. Der junge Master wird... Die Frau hat recht. Ja. Der junge Master wird oben liegen wahrscheinlich. Ah, Stu ist mein Einkauf, genau. Der nächste an. Dies? Ted. I hear the news, Chris. Ich habe die Neuigkeiten gehört. Du hast den Kaiser getroffen? Didn't you? Ja. Heißt so, you meet the Emperor. Didn't you? Tell me all about it, please. Erzähl mir alles. Lass uns in dein Zimmer gehen, okay? Erzähl mir alles über den Kaiser. Jetzt sofort. Ted joins the Entourage. Entourage ist die Gruppe oder die Gefolgschaft. Sagen wir sowas. Jetzt muss ich in mein Zimmer gehen. Hier ist offensichtlich. Oh, noch mehr. Shiny. Nee, da geht nix. Keine Shiny Stadt. Nee, keine Shiny. Shiny Action. Wie ist es mit dem Ton, Freunde? Ist alles okay? Ist das Spiel zu laut, zu leise? Sind wir zu leise, zu laut? Könnt ihr mir da mal ein Zwischending geben? Wo ist das Zimmer von dem Papa zum Beispiel? Wohnt der woanders? Oder wohnt er in so einem hässlichen Zimmer? So. Bitte lass mich deiner Gruppe beitreten. Ich schulde dir so viel. Ich schulde Master Theo so viel, der mich adoptiert hat, als ich ein Waisenkind war. Und ich will etwas zurückgeben, okay? Natürlich.
Was heißt G? I don't know. Ah! Ah, ich. Ah, ich weiß nicht, heißt es, glaube ich, so. Ah, ich weiß nicht. Of course. Was machen wir? Of course, oder? Großartig. Great. I knew you were a good friend. Ich wusste, du bist ein guter Freund. Now for more important matters, jetzt zu wichtigeren Dingen. Was für eine Art von Mensch war der Kaiser? Und erzähl mir was von Windy, der kaiserlichen Magierin. War sie wunderschön? Come on, tell me everything. Komm schon, sag mir alles! Das ist wie so ein kleines aufgedrehtes Kind anscheinend. Die Michi ist ja nicht von der Partie, die Michi. Ah, ich verstehe. Also, jetzt habe ich alles erzählt. Ich bin sicher, ich würde Miss Windy liken. In Person. Also, ein Like geben. Lass auch gerne hier ein Like da. So. Genau. Also, ist sicher, er mag die Windy. Hey, Chris. I really don't know how to tell you this. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es jetzt sagen soll, aber. Sag Chris. Say Chris, there's something I want to tell you. Sag Chris, weiß nicht, wie das, ich will dir irgendwas sagen. Kannst du ein Geheimnis behalten? Kannst du mir versprechen, dass du es niemandem sagen wirst? Young Master, Ted, Supper is ready. Hey, it's time zu essen. Let's go, Chris. Wir können später darüber reden, wenn wir Zeit haben. Okay, ich sehe das mal Miss... Windy liken auf Insta. Okay, herum. Oh, hier super. Okay, da geht nix. Ihr habt doch gar kein Instagram, meine Lieben, oder? Grammio, you've prepared a fine meal. Grammio, du hast ein schönes Mahl zubereitet. Wie üblich. This is why I love visiting Chris' house. Deswegen besuche ich so gerne Chris zu Hause. Junger Meister, schnell. Nimm deinen Platz ein und es ist. Your food will be cold. Dann ist mit uns kalt. Hier, Peter Pan. Wow, this is a feast. My stomach's growling. A feast. Wow, this is a feast. Ein Fest, okay. Gut. Mein Magen grollt, ne? Krummelt oder so. Krummelt. Knurrt oder so, weiß nicht. So. Clio. Junger Meister. Es wird ein Weilchen dauern, bis du mal wieder mit Ted zusammen essen wirst können. Warum? Ja, weil er, glaube ich, eigentlich nicht mit soll. I suggest you enjoy this time together. Ich schlage vor, ihr habt Spaß jetzt mit der gemeinsamen Zeit noch. Ich schlage vor, ihr habt viel Spaß noch, solange es geht. Was ist das Problem? Sag doch öfters, what's the matter? Was ist das Problem? Take your seat. Nimm deinen Platz ein. Setz dich hin. Sind die Gläser gefüllt? Aufpassen bitte. Jeder. Morgen früh werde ich nach Norden reisen. Chris wird der Verantwortliche für den Haushalt hier sein während meiner Abwesenheit. I'd like you all to give him full support. Ich würde mir wünschen, dass ihr ihn bei allen Kräften unterstützt. Grammio. Yes, sir? You've taken care of Chris since he was a baby. Du hast seit Chris ein Baby ist auf ihn aufgepasst. Danke für deine Bemühungen. He's grown into a fine youth. Er ist ein guter junger Mann geworden. I'm grateful to you. Ich bin dankbar dafür. Aber Sir, das ist mein Job. Das ist meine Arbeit. And besides, serving you, Master, is a pleasure for me. Und überhaupt mal sie zu bedienen oder ihnen zu dienen, ist eine Ehre für mich. Bin froh, das zu hören. Ich hoffe, du bemühst dich weiterhin so ein bisschen. Watch over him. Was? Hoffentlich stirbt der Papi nicht. Also Cleo, Pan, I'm counting on you two as well to help and protect. Auf euch zähle ich auch, dass ihr zu schützen helft. Ja, Meister Theo. Aber wer sind die alle? Natürlich, Sir. Das sind alle seine Sklaven. Überlassen sie es uns. Ja, schon, ja. Das ist eigentlich Sklaventrieb hier, ne? Und Ted, ich hoffe, du wirst immer ein guter Freund für Chris sein. I would do so even if you said. Ich würde es auch... Was? I would do so, even if you said otherwise. Ich würde es auch tun, selbst wenn sie es nicht sagen würden. Wäre ich trotzdem ein guter Freund. Richtig, Chris? Keine Antwort. Genug geredet. Lasst uns essen, bevor das Essen kalt wird. Let's raise our glasses und unsere Gläser erheben. Prost. Auf meinen Sohn. Auf das Kaiserreich. Mei.
Oh, etwas zu laut. Okay, sorry. Ja, das habe ich jetzt gerade nicht gelesen gehabt. Hat das Spiel auf PlayStation 1 eine... Es sieht so aus, als werde ich dich nicht, als werde ich dein Gesicht für eine Weile nicht mehr sehen, Chris. Soll ich ihn wecken? Nein, lass ihn schlafen. Es ist ja nicht so, dass wir uns nie wiedersehen. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Gremio, pass gut auf ihn auf. Du wirst gut auf ihn aufpassen, oder? Ich werde Master Theo. Das werde ich. Ich spiele mit dem Steuerkreuz. Ich weiß nicht genau. Ich werde es gleich mal probieren, ob es analog und oder digital ist. Ist jetzt in Ihrem Tagebuch sein? Oh, habe ich sie, habe ich dich aufgeweckt? Oder habe ich sie aufgeweckt? Ich weiß gar nicht, ob sie sieht oder Dings. Im Deutschen wäre bestimmt sieht, wenn das so ein Diener ist, mäßig, ne? Did I wake you up? Good morning. Guten Morgen. Hören Sie, Ihr junger Meister. Master Theo ist schon unterwegs, während Sie geschlafen haben. Sie sind so ein Langschläfer. Heute ist startet Ihre Arbeit im Kaiserreich. Als Mitkämpfer im Kaiserreich. We must prepare to visit Commander Grace. Wir müssen Sie vorbereiten für den Commander Grace. Oh, Grimmel joins the Entourage. Gut, gut, gut. Kurz, ich mach analog an. Nee, geht nicht. Okay. Die Sticks funktionieren leider nicht. Sind tot. Es ist nur über Steuerkreuz. Okay. So, Chris Diary. Checking the memory card. Ah. Das ist quasi Speicherpunkt. Create a new save file, das machen wir doch. Gute alte Memory Card gefunden, wo noch Platz drauf ist. Sehr schön. Giddy. Press Button Save. 22 Minuten haben wir noch gespielt. Ah, weiß man nicht. Okay. Oh nein, kein Essen. Stimmt, Frühstück war auch kein Thema, ne? Pan. So, das nächste Mal, wenn wir einen Tag frei haben. Ah, ja, da ist er ja. Du bist spät, junger Meister. Ist dein erster Tag in der Arbeit. Ich bin so aufgeregt. Egal, ob es kämpfende Banditen auf Mount Saifu sind oder Monster... Im Lake Turan, im Turan, See Turan, Pan is your man. Also ich bin, Pan ist hier und ist dein Mann. Genau. Komm mal runter. All you ever think about is fighting. Alles, worüber du nachdenkst, ist kämpfen. Unser Job ist es, ihn zu beschützen, den jungen Meister zu beschützen. Ich weiß, ich weiß. Now let's be on our way to the place. Also lass uns auf den Weg zum Palast gehen. Join the door. Was wir noch gar nicht gemacht haben, ist das Menü gecheckt. Da schläft jemand. So, guck mal hier. Strength. Item. Aha. Ach, guck mal, jeder hat eigene Items. Gremio und rechts sehen wir, da unten sehen wir diese ganzen Namen, die ganzen Charaktere. Und was sie dabei haben, Medizin 6. Oh, jeder hat 6 Medizin dabei, okay. Nee, einer nicht, der Pan hat gar nichts. Ja, aber das ist schon mal trotzdem viel. Stärke. Okay, hier kann man die Werte angucken. Oh, Fang, Axe. Boar, Rune, Claws. Okay, das ist ein Kämpfer, der hat Air Sword, Luftschwert. Okay. Rune. Rune ist, glaube ich, etwas Zauber? Magie. Ja, genau. Was war das? Keine. Okay. Formation. Ah, hier kann man eine Formation, glaube ich, aufstellen. Bei den Kämpfen, wie man steht, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Wir können die wohl vielleicht Equipment. Fernkampf machen, weil dahin. So, guck mal hier. Helm, Armor, Shield, Other. Sowas wie Handschuhe und Stiefelchen. Also da ist nichts anderes dabei. Also hier ist quasi die Ausrüstung. Mhm. Cool, ist alles Dark Souls, ne? 20, da haben hier wunderschön. 40 Minuten in Realtime, ich sag's hier, das stimmt. So. Ist irgendwie seltsam ein bisschen, naja. Und da hat auch jeder was anderes an. Also er hat zum Beispiel keinen Helm. Ich habe einen Bandana oder irgendwas ausgerüstet. Da muss man mal gucken, ob wir einkaufen können später irgendwo noch. Setup. Message spielt normal. Okay, gut, das ist für Einstellungen für das Handy. Okay, alles klar. Genau. Dann haben wir das auch mal gecheckt. Aber das Coole ist, Xena, weil... Ted schläft noch, ja? Den nächsten Tag haben wir ja auch noch mal frei. Kann man jetzt vielleicht das Tagebuch lesen? So. Tagebücher lesen. Nein, es geht nicht! Schade. Wenn man ihr Tagebuch... Sie ist ja dabei, oder? Cleo's Diary. Locked. Oh. Okay, verschlossen. Warum konnte bei Ihnen sein Tagebuch nicht lesen? In das Claymore, Chris, ja? Hier ist wieder Stu.
Ich guck, also, das ist ein Fisch auch. Mhm. Frischer Fisch. Okay. Sollen wir jetzt zu Ted reingehen? Ja, oder? Er wollte ja mit, ne? Hm, ah. Oh, lass mich noch ein bisschen länger schlafen. Sehr gut, Michael. Okay, dann. Okay, dann können wir nichts machen. Dann kann er nicht mit. Dann gehen wir jetzt raus. Oh! Oh nee. Hey, warte auf mich, Chris. Wie kannst du mich nur zurücklassen? Ich war gerade bei dir im Zimmer, du Arschloch. Ja. You know you'll be lonely without me. Du weißt, du wärst ohne mich alleine. Nö, ich habe hier doch drei andere Leute in mir drin. Deswegen. Machst es, ist es auch nicht so schlimm. Das ist ja kein Joint bei uns. Einer hatte eine Boar-Rune, okay. Joins the Entourage. Lass ich mal kurz gucken. Boar-Rune? Ah, Boar-Rune, genau. Ist Boar ist ein Wildschwein. Wildschwein was da, ne? Oder ist es Rune? Eine Rune halt, keine Ahnung. Wildschwein-Rune, keine Ahnung. So. Warte, hey, du da! What are you doing around here? Was tust du hier? This is the home of the Imperial General Theo McDool. Das ist das Zuhause von des kaiserlichen Generals Theo McDool. Was? Du bist General Theos Sohn? Entschuldigung, meine... Musik zu laut. Ja, ja, okay. Entschuldige meine, Rudeness. Dummheit? Unwissenheit? Nein, diese Frechheit. Oder kann diese... So. Dieser Umgangston halt. Ich weiß es gerade nicht. Ist immer so schlimm, Mann. Die Cleo ist doch ein Mädchen, als geheißen, ne? So, ich geh mal hier... Wir suchen erstmal. Wie hast du es voll gemacht, Michaela, bei den Rollenspielen? Hast du erst die ganze Gegend abgesucht und bist dann in die Häuser rein? Oder bist du gleich überall rein in die Häuser und hast alles wie gemacht? Das war damals ein Thema, weiß ich noch. Ich bin immer erstmal die ganze Stadt außerhalb abgegangen, hab die Leute ausgefragt. Und dann bin ich erst in die einzelnen Häuser rein. With so many country bumpkins wandering about, the capital is going down the drain. Don't you agree? Oh, das ist das machen wir komplett, bitte. With so many country bumpkins wandering about. Mit so vielen Landkürbissen, die sich fragen. Lebt der Pumpkin, sag mal. Was heißt Pumpkin? Ist nicht Pumpkin, es ist kein Kürbis. Genau, macht er mal nur das Pumpkin? Bumpkins. Bumpkins. Okay, warte, jetzt machen wir mal kurz manuell. Mit B. Lass mich da rein. So, B. Trottel! Mit so vielen Landtrotteln, die hier rumlaufen. The capital is going down the drain. Die Hauptstadt ist... The capital is going down the drain. Ah, okay. Kein Wunder, geht alles den Bach runter einfach. Würdest du mir nicht zustimmen? Mit so vielen Trotteln, die hier rumlaufen, ist es kein Wunder, dass die Stadt hier runtergeht. Wow, so this is Greg, also das ist Gregminster, die kaiserliche Hauptstadt. Sure is different from my hometown in the Boonies. Boonies. Wow. Das weiß ich noch nicht. Toll. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen meiner Heimatstadt in den, keine Ahnung, Boonies. Ja, es kratzt, ich höre es auch. Es kratzt, kratzen geht wieder los. Okay. Dann machen wir einen guten alten Trick, dankeschön. Okay. Müsste jetzt wieder besser sein. Also, es sieht besser aus als in meiner Stadt, wo ich herkomme. Schau, die imperiale Hauptstadt. Und wo ist Windy? Es ist so schön hier. Gregminster was virtually destroyed during the 7-year war of succession. Gregminster was virtuell? Also mit dem Auge, nimmt man denn das sichtlich, oder? Ah! Gregminster wurde sichtlich zerstört während des 7-jährigen Krieges des Erfolgs. Okay. Aber Freunde ist besser mit dem Kratzen, oder? Jetzt ist besser, Leute. Yet now it's so, und jetzt ist es so schön. Alles ist dem Kaiser zu verdanken. Gelobt ihn, God bless him. Die Wendigkeit nur im Schloss gesehen, ne? Palast. Ich bin vor einem Dorf aus dem Osten. Es heißt Rockland. I seem to have lost my way. Ich habe wohl den Weg verloren. Oder ich habe wohl, Super schön, klar. Nice. Danke. Could you please tell me where Master Milch lives? Könntest du mir bitte sagen, wo Meister Milch lebt? Das steht bei Milch. Milch, ja, Milch. Okay. Was? Ist das?
dieses hässliche, ich meine, einzigartige Haus. Danke, danke vielmals. Okay, Master Milch, keine Ahnung, welches Haus der jetzt meint. Ich finde es schon da heraus. So, da haben wir noch jemanden. Take a look at this urn. Sieh dir diese Urne an. I didn't think it was worth anything. Ich dachte, es ist nichts wert, weil... It was left behind by a furball? Heißt es irgendwie Fellball oder was das heißt? Ne? Fellball, also keine Ahnung. Wir gucken kurz. I didn't think it was worth anything because it was left behind by a furball. Ich dachte nicht, dass es was wert war, weil es von einem Fellknäuel zurückgelassen wurde. Ach so. Eine Urne, aber es ist ein Fellknäuel. Von irgendeinem Fell, wie, von so, zum Beispiel von einer Katze oder irgendwie so. But when I had it appraised, wow. Aber als ich es schätzen habe lassen, wow. It turned out to be a Celadon urn. Es ist herausgestellt, dass es eine Celadon ist. Das ein Wort? Celadon urn. Ah. Wahrscheinlich von irgendeinem Fisch. Celadon? Ne, okay, gut. Lucky for me. Eine Celadon urne. Okay, gut. Wie die Pogelpuschel urne oder irgendwie so. Sie sagen, there are excellent blacksmith in Lindenkamp. Sie sagen, das ist hervorragende Schmiede in Lindenkamp. Ein Freund von mir brags about a blade he had sharpened there. Jetzt geht's los hier. A friend of mine brags about the blade. Ein Freund von mir bricht wegen der Klinge zusammen. Was? Warte kurz, nee, nochmal. A friend of mine brags about a blade he had sharpened there. Also, irgendwie wollte der Freund die Waffe schärfen lassen. Maybe I should go there and have my sword sharpened. Vielleicht soll ich da auch hingehen, meine Waffe schärfen lassen. Okay. Also. Ich mag das nicht bei der Anzeige, dass das Englische nicht vollständig ist. Und da kann man nicht gucken, ob der alles verstanden hat. Michael, da kann ich nichts machen. Tut mir leid. Jetzt nicht hier. Ich mag das nicht, ich mag das nicht. Ich mag auch vieles gerade nicht. Gibt's wegen der Klinge, die er geschafft hat, genau. Michi, würdest du dich entscheiden, ins gefährliche Abenteuer gehen und kämpfen oder einen schönen Garten mit Tieren und Pflanzen anbauen und in Frieden? Die Michi wäre ein super NPC, glaube ich, in Spielen, ja. Du wärst so richtig. So ein NPC mit dem Garten und Tieren und so weiter. Du wärst so richtig schöner Quest-NPC, sagen wir mal so. So, jetzt gehen wir. Das war unser Haus, jetzt gehen wir mal in die Häuser rein hier. Und dann sag ich, sammle mir 3 Kräuterle oder bring meine Hühner zurück. Brax angeben, okay. Warum? Aber warum sagt mir Google es nicht? Brax. Brax. Er kriegt sich. Brax. Brack. Ist das ein Arsch? Komm, wir geben ein. Ja, nee, ja. Okay, mach mal. Ja, mach mal. Das, okay. Das ist auch falsch. Prahlen. Okay. Und das Essen war bloß. Das Essen muss mit. Okay. Nicht NPC. Liebe, okay. Siehst du? Ever since she heard about General Theos Northern, als sie gehört hat, dass General Theos nördliche Aufgabe, also seit Lady Sonja gehört hat, dass General Theo nördlich Assignment, verfickte Scheiße. Ich bin so schlecht in Englisch. Was ist hier los? Assignment. Abtretung. Also seit Lady Sonja gehört hat, dass Theo nach Norden abtritt, sieht sie nicht gut aus. Oh, vielleicht liebt sie ihn heimlich. Lady Sonja. Oh! Bist du das? Sonja Schulen. Sonja Schallen oder Schulen. So, General Theo has already departed for the north. So, General Theo ist bereits weggetreten, nach Norden abgegangen. Ich wünschte, ich hätte ihn begleiten können. Aber ich... Ooh. But I too have my responsibility. Aber ich habe auch meine Verantwortungen. Als imperialer General. Chris, ich hoffe, du wirst. Come visit me from time to time. Du wirst mich ab und zu mal besuchen. I feel much better when I see your face. Ich fühle mich sehr viel besser, wenn ich dein Gesicht sehe. Die steht auf dem Papa. Was? Die steht auf dem Papa. Warum? Weiß ich nicht. Warmst du? Oder wird die nervös, weil der große Chef nicht da ist zum Beschützen? Aber die schauen gerne. Sonja's Diary. General Theo has already departed north. I'm glad I was able to be with him last night. If only for a moment. Also sie ist glücklich, dass sie mit ihm zusammen sein konnte, auch wenn es nur ein kleiner Moment war gestern Abend noch, bevor er nach Norden abgereist ist. Das muss nichts Sexuelles sein, wir haben schon nur einen Kaffee getrunken oder so. Ich bin so gut. Das war so nur ein kurzer Kuss. Bin gut, gell? Hab ich gleich follow us, Lady Sonja, we need a female in our team. Ja, Cleo ist doch ein Female.
Xena vertritt wieder hier die weiblichen Interessen. Okay, hier ist nichts mehr. Schade, die Sonja, die würde gut zu uns passen, ja? Ja, die sieht hübsch aus. Aber viele anscheinend. Na, sogar blond. So, das war das Haus hier rechts. Gehen wir mal die rechts. Wohnt sogar, die wohnt sogar bei uns neben dran. Oh, hier ist. Den haben wir schon gehabt, naja. Das ist Zauberei bestimmt, oder? Grüß dich. Hast du einen hässlichen Laden? Rune. Ups. Welcome. Attach. Remove. Was heißt Attach nochmal? Attachment, oder? Attach. Anhängen. Oh. Attach. Anfügen. Ja, ja, bin ich gut. Okay. Who's Crystal? Ah, okay. Es geht hier. Choose a Crystal. Okay, wir haben, keiner hat einen Kristall. Quack, 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 quack. Muss ich an Duck Game denken. Remove heißt entfernen. Hä? Achso, können wir hier an- und ausziehen, oder da was? Da können wir anscheinend die Kristalle irgendwie bestücken. Was sieht ihr? So. Die Kleidung? Ah, hier ist Ausrüstung, oder? Bestimmt. Aha, Armor. So, 1600. Bye. Bye. Okay. Ah ja, genau, hier wird das was so. Der Grün ist natürlich, wer es anziehen kann. Defense plus 1. Bandana. Grammy hatte kein... Warte mal kurz, Headband. Ah, Headband ist besser. Crash out. Oh mein Gott. Ja. Grammy hat ja gar nichts, ne? Ich kaufe zweimal Headband, einmal für Gremio und einmal für mich. Nein, kauf nur eins, dann kannst du es dem anderen geben. Kauf nur eins, Chris. Chris hat schon ein Bandana. Genau, was haben die anderen beiden? Ich sehe leider nicht, was die haben. Die haben irgendwas. Geh mal zurück. Rope. Oh, Headband ist das teuerste aber auch. Ja, du hast ein Headband kaufen, kann oder? Keiner hier Leathercoat. Lass ihn Chris das Headband anziehen, Chris? Oh, ist eben mit Leathercoat, den nehme ich aber. Das ist für mich. Leathercoat. So. Dann. Du hast kein Geld mehr. Ja gut, vielleicht bauen wir noch irgendwas. Oh, wir können auch sellen, okay. Jetzt, Chris. What are you buying? Genau. Chris? Ja, Chris, ich höre dich. Mach mal weg. Geh ins Menü rein. Bin doch voll dabei. Halt, nein, falsch. Zieh du das neu an? Warte mal. Nee, kann ich nicht, weil ich es für ihn gekauft habe. Ich kann das, es ist kein gemeinschaftliches Ding, weißt du? Oh, wie uncool. Du musst es, jeder kriegt es in sein eigenes Ding geballert. Ich dachte, wir können tauschen. Aber ich kann einen Coat anziehen, also den Leather Coat. Tunic, Leather Coat. Das heißt, die Tunic ist jetzt auch nicht verfügbar für andere. Das gefällt mir nicht. Denke ich mir. Haben die alle was? Ah, Helmet, Ted hat nichts. Du hast ja einen Nacken. Der hat ja gar nichts. Okay, für Ted müssen wir noch mal was kaufen. Das geht ja nicht. Der Ted, der ist ja Splitter. Vielleicht die hat auch kein Helmet. Das stirbt, ja. Ich kaufe noch zwei Bananas für die beiden. Aber du schreibst gerade kaum Geld, ne, gell? Kauf doch, die billigen. Hier gibt's eine gute Waffe, ne? Ich mag, wie ich mich nicht sparsam und vernünftig Finanzen schützt. Ich glaube, es hakt hier. Bandana. Guck mal, 50. Ah, nur Ted kann es nehmen, okay. Aber zumindest für Ted nehme ich eins. Jetzt habe ich's. Was habe ich gemacht? Ich habe gerade Fehler gemacht. Ich habe es für Chris gekauft. Aber wieso kann ich das kaufen? Das speichern. Hör auf jetzt. Oh nein. Jetzt habe ich zwei Bälle. Das ist wirklich scheiße. Jetzt habe ich nicht für Ted gekauft. Und ich kann es nicht aus dem Gemeinschaftsding. Oh Mann. Ich sell's wieder, okay? Aber was kriege ich bei 50? Mach Item, Chris. Kurz, ich sell kurz das Bandana. Ich kann's. Ja, hier, das ist blau, das ist angezogen, weil angezogen ist da. Bandana verkaufen. Wie viel kriege ich? Die Hälfte wieder. Toll. Jetzt kaufe ich es aber nochmal für ihn. Bandana, hier. Ted. Okay. Boah, da muss man ja voll aufpassen. Und die andere hatte, die kann es gar nicht anziehen. Ja, die Cleo kann natürlich nur das teure anziehen. Du kannst es bestimmt hin und her verteilen, sagt Edmund. Glaube ich nicht. Wobei wir Item-Menü brauchen, ins Item-Menü gehen, ne? Boah, aber es ist voll umständlich. Da muss man es nochmal extra. Item. Ja, ja, ist ja gut. So. Guck mal irgendwas an. Tunic. Handover! Okay, alles gut. Ist doch scheißegal. Klick nochmal. Tunic, warte mal, wir haben jetzt nichts. Kann gar nicht jeder anziehen, schau mal. Boah, das ist ja voll das Menügebumse hier dann jetzt. Der hat das eh nichts mehr. Geld sparen können. Oh. Na. Okay, egal, ich muss ihm erstmal das Ding anziehen. Zieh dir erstmal an. Ja, ja. Das ist ja. Volles Menügebumse hier. Bandana, okay. Shield hat er keins. Other Armor Robe. Defense 12, oh, aber gut. Okay, egal. Gut. Ich hasse dieses Menü-Management-Action immer. I wouldn't shop here if I were you. Ich würde hier nicht einkaufen, wenn ich du wäre. Du wirst hier verarscht. Du bist hier geschurkt, keine Ahnung. Halt's Maul! If you're getting in the way of my business. Wenn du, wenn du hier in mein Geschäft rein... Reinpushst, dann geh. Ja, genau. Get out of here, geh aus.
Schleich die. Okay, wir sind im gleichen Gebäude noch, nur hat sie andere Tür. Grammy, how did yesterday's Bankett go? Grammy, wie ist das gestrige Bankett gelaufen? I come and collect my bill at the end. Ich komme und sammle meine Rechnung am Ende des Monats ein, wie üblich. Hä? Welcome, so was verkauft er jetzt? Ach, Medizin und Antitoxin, okay. Medizin haben wir ja viel. Cleo möchte ja auch gut aussehen. Ist ein bisschen kalt. Ach, mich ernsthaft? Passt ey, ich schon. Bin voll am Dingsen hier. Ist jedes Mal das Gleiche. Danke, Edmund, auf jeden Fall für den Hinweis. Okay. Hier ist Schlafen und Trinken. Trinkt ist eine Bar, oder? Ist aber eine grattlige Barfrau hier. Marie! Mai, what are you doing here? Was machst du denn hier? Wenn du hier schlafen willst, geh doch nach Hause. Oder ist dir, gibt's einen Grund, warum du nicht kannst? Have you picking up Grammy again? Hast du Grammy wieder aufgegabelt? Stay, don't stay safe. Oh, safe. Du speierst nach dem schrecklichen Einkauf. Ja, das wusste ich, dass es kommt. Ja, spar. Oh, achso, hier einfach drüber. Wir speichern Override Data. Yes. Ich kann einfach. Mach halt zu, mein Gott. Zieh nächstes Mal mit dem Pullover an einfach. Du musst immer, dass ich so halb nackt da sitze. Mit was? Top an, Michi. Was? Also ich denke schon ziehen. Oh, guck mal hier fest, Mann. Langes Püllchen endlich immer so. Oh, you come at the perfect time. Oh, du bist zur richtigen Zeit gekommen. Vielleicht kannst du uns bei einer Entscheidung helfen. Was für eine Entscheidung? Wer denkst du, ist der stärkste der sechs. Fünf großen. Ich meine, fünf großen kaiserlichen Generäle? Weiß ich nicht. Okay. Und der Papa natürlich. Ne, achso, ja. Wer denkst du, der fünf Generäle ist am stärksten? Lady Sonja Schulen, Commander of the Imperial Navy. Ah, Kommandeurin der imperialen Navy? Armee. Not only a swordswoman, nicht nur eine Schwertkampfsfrau, sondern auch eine Magierin. Eine gute Magierin. And beautiful to boot. And beautiful to boot? And beautiful to boot? Ist das was Anzügliches? And beautiful to boot. Nee. And beautiful to boot. And beautiful to boot. Ich hab Google kaputt gemacht. And beautiful to boot. Und schön obendrein. Geil. And beautiful. Und schön obendrein. Ah ja. Lady Sonja ist die größte. Würdest du mir nicht zustimmen? General Kassim Asil, the best swordsman among the five. Ah, General Kassim Asil, der beste Schwertkämpfer unter den fünf. Aha. The greatest swordsman is the greatest general, of course. Und der größte Schwertkämpfer ist natürlich auch der beste General, natürlich. Das glaube ich eigentlich nicht. Wer ist der größte General? General Quanda Rossmann, of course. Er hat den Kaiser Barbarossa unzählige Male beschützt. General Quanda is a truly great soldier. Ist ein wahrlich großer Soldat. I admire him. Ich bewundere ihn. Echt? Admire? Ja, nice. So, weiter geht's. Ich denke, General Milch, der Blumengeneral ist auch powerful. Top-Class-Expertise in Schwertkampf und Magie. Und always so und immer so schön gekleidet. Aha, oh, jetzt geht's. Okay. Das hast du gesehen, oder? Und schön gekleidet. Aber das haben wir alle kennengelernt, oder? Alle. Nee, aber ich glaube nicht. Von den letzten beiden habe ich glaube ich nichts gehört. Wer ist gut gekleidet? Den Mitch, haben wir noch nicht kennengelernt. Mitch. Und den anderen haben wir auch nicht. Mich, also. Okay. So. So, das ist also das kaiserliche die Hauptstadt auf Fredminster. It's worlds away from the pool. Es ist Welten weg von meinem armen Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Okay. Wir sind drei Drillinge auch hier. Süß, stimmt. Hey! How about accompanying me and on a journey? Hey, wie wär's mir beizutreten auf meiner Reise? Reisen ist Spaß. Unseen Vistas. Ungesehene Augenblicke. Neue Freunde und Romanzen. Und Romanzen. Yeah, ja, let's go. Well then, okay. Jetzt, da wir ja zusammen freundlich oder Fellow.
ja, Reisende sind, also gemeinsame Reisende sind, jetzt wo wir gemeinsame Reisende sind, wäre es sehr großartig, wenn du meine Rechnung zahlen würdest. Wäre ich sehr dankbar, oder? Da vergiss es. Ja. Schleich dir. Schleich dir. Das kriegt mir der Michael nicht klar, tut mir leid. Da ist nichts gebracht für mich. Hauptstadt am Arsch. Living the high life all by themselves on our hard-earned taxes. Die leben hier auf dem großen Fuße durch unsere hart vergearbeiteten Steuern. Steuer. Okay, Hauptstadt am Arsch. Oh, geht noch weiter hoch. Oder runter? Nee. Okay, leere Töpfe, der kann doch nicht... ist gar nichts. Sache Rami finde ich immer lustig in Spielen, wo irgendwie nichts drin ist so richtig. Aber schade. Klar, ist Lager oder so. Gut gekleidet, den nehmen wir mit ins Team. Ja. Was ist schon im Einzimmer? Mipo! Das kann man grinden im Zweifel, Marine. Das Töpfchen Marine. Gucken. Was ist los? Was? Das leere Zimmer kann man nur reingucken. Jo, da ist ja nichts. Und das Pflänzle vielleicht? Ja, das, nee, alles wird auch nicht abgrinden. Das Töpfle will ich nur angucken. Nein, hör auf es. Da ein Töpfle könnte ja was sein. Ne? Himmel, Arsch und Zieren. Da ist nichts, guck. Okay. Michi, die Männer, die da haben alle dasselbe an. Die nehmen wir nicht mit. Das sind langweiler, Xina, die Männer. Okay. Übersicht verloren ein bisschen. Die werden wahrscheinlich den... Jetzt weiß ich nicht genau. Das hier. Oh, guck mal hier. Ist wieder der gleiche Mann, ne? Stimmt, ist wieder der, oder? Ja, gut, mein Gott. Welcome. Welcome. Appraise. Bewerten. Appraise heißt doch eher erlernen, oder? Nee, Appraise heißt bewerten. Appraise. Ah, okay. Was bewerten wir hier? Da können wir Sachen schätzen lassen. Okay. Whose item would you like me to appraise? Nothing, geht nix. Nothing here. Aber warum, wann kann ich das machen? Oder was bringt das? Los ist ein langweilig, ja, genau. Okay. Wir haben so eine kleine Hütte hier. Hallo! Ich vermisse die Tage vor 7 Jahren. Der Kaiser war eine wundervolle Person damals. Aber jetzt? Oh, hat sich anders, wäre jetzt dick und alt geworden. Da geht's wieder Straw, oder wie spricht man das aus? Ja, Hot Stew. Autsch! Hot Stew, Autsch! Heiße, ouch. Heiße Schüssel. Der reinklang, oder was? Ja, anscheinend. So. Ich hoffe, das zieht sich jetzt ganz nicht so für euch. Ich hoffe, das ist alles cool. Weil wir sind jetzt, es ist halt ein Rollenspiel, es dauert halt ein bisschen. Oh, was haben wir denn hier? Hemd, Red Cape. Lame Tuxedo. Ah, das sind Kleiderschränke. Big Feathered Hat. Großer, gefederter Hut. Okay. Das sieht auch wieder so aus. Hä, was ist das? What is Master Milch up to? Was macht Master Milch? If he doesn't hurry, he'll miss his audience with the Emperor. Wenn er sich nicht beeilt, verpasst er seine Audienz beim Kaiser. Master Milch, it's time to go! Musst du nicht auch nur arbeiten, du? Ja, ja. Was ist Meister Milch jetzt? Das ist ja eine hübsche. Mit dem Rosen als Kaiser. Der ist sehr hübsch. Alter. Das ist das für eine Frisur. Oppenheimer. Milch Oppenheimer. This outfit is nice, of course, but the colors on this one match better. Young man, which do you like? Was magst du? Irgendwas hat er gemeint, dass die Kleider sich gut zusammenpassen. Say, aren't you... Sag, bist du nicht Theos Sohn? Natürlich, du bist Chris. Ich wurde vom Kaiser gerufen und natürlich muss ich ihm meinen exquisiten Geschmack an Kleidung zeigen. Also jetzt lauter Kleiderschrank. Achso. Ist das eine Frau oder ein Mann? Das ist so ein Typ. Keine Ahnung. Schwierig. Kann man ja machen, ja. Sag's ihr, ne? Also. Okay. Danke. Er ist sehr ironisch, ja. Ich brauche mal was zu trinken jetzt kurz. Mach du mal weiter mit dem Raum, Michi. Mach du mal einfach ganz normal weiter. Muss ich lesen und nehmen. Der war was. Klapp, hoffentlich kann er drin. Ich werde dir etwas Interessantes erzählen. Weißt du etwas über die Kristallrune, ne? Sie beinhalten unglaubliche Macht. Okay. Irgendwelche Kristallrohre. Ja, das sind die Zaubersachen, Michi. Achso. Spicy Stew. Kristalle anfügen, appraise oder was das war. Nee, nicht appraise, sondern anfügen halt. Ne? Die, wo wir nicht gefunden haben. Alter, guck mal das an. Das ist eine Pepsi, ne? Wie viel Schaum die macht. Das ist eine Original Pepsi. Hallo. Gebt ihr das mal?
Wie kann man so viel Show machen? Tomaten, lecker. Da darf man eine halbe Stunde warten, bis ich es trinken kann. Nothing here. Xena, mit wie vielen Menschen würden wir in der Gruppe zusammenreisen oder würden wir nur alleine zusammenreisen? Ich hab keins geschüttelt. Dann wird's ja spritzen. Das ist ja hier, guck. Das ist noch halb voll, also ich hab da gar nichts geschüttelt. Das hätte ich von einem, von einer Zero erwartet vielleicht, ne? Wegen den, Stoffen oder irgendwas. Jetzt waren wir überall, Christli, oder? Waren wir? Ja. Oben auch, ja, okay. Dann zum unserem, Chef da. Seinen Namen habe ich vergessen. Case. Ist wie wenn du neuer Mitarbeiter bist, kannst du nicht alles merken. Mit Frauen, Michi, das reicht. Darf ich, okay. Ja? So. Entschuldigen Sie mich. Bist du nicht General Theos Sohn? You're working for the Imperial Guard. Du arbeitest jetzt für die imperialische Sicherheit. Kaiserliche Sicherheit. General Theo muss sehr stolz auf dich sein. Okay. Diese Wassergeräusche sind. Oh, hier gibt's auch noch Zeugs. Was ist so kein Wassergeräusch? Für mich ist das Rauschen, ey. Kein Wassergeräusch. Das ist ein bisschen schlechtes Sounddesign, finde ich. Oh, es ist aber leise, ne? Vielleicht sollte man doch den einen oder anderen Mann mitnehmen, Xena. Der kann uns dann nämlich beschützen, ne? Oh mein Gott, schau mich an. Ich bin übersät mit Matsch. Yeah. Weil ich an den Stellen war. Die Stelle? Die sind geradeaus. Ach so, die Pferdestelle, oder? Geradeaus, okay. Ach, komm her. Ja, okay. Süß, oi. Kühe oder so, niedlich. Ich habe darauf. I was looking forward to meeting a real Dragon Knight. Ich war darauf vorbereitet, mich bei einem echten Drachenritter zu begegnen. And this punk shows up. Und dieser Punk ist hier aufgetaucht. What a drag. Was für ein Dreck, oder? Was für ein Dreck, glaube ich auch. Warte mal. What a drag. Nein. What a drag. Was für ein Langweiler. Achso. Wieso? Das ist vielleicht ein Süßer. Vielleicht kann man den gebrauchen. Meint ihr jetzt den, ja? Ja. Wir können jetzt auch einen süßen Typen suchen. Wobei, der ist vielleicht da nicht so stark, aber der ist ja mindestens Träume. Was ist das für eine Kuh hier? Ist ja Drache. Ist auch kleine Kuh. Fudge. Stop staring at Black. Hör auf, Black anzustarren. Schwarz angeguckt. Hast du noch niemals einen Drachen gesehen? Hast du noch niemals zuvor einen Drachen gesehen? You country bumpkins? Du Landeier, oder? Trottel, oder? Landtrottel oder Landeier wahrscheinlich. Landei wahrscheinlich. Ted. Was hast du gesagt? Oh. Ruhe, jetzt aber. Take it easy. Beruhigt euch. Wir müssen zu Commander Krays. Wir müssen schnell zu Commander Krays Raum. Schrieb mal den Drachen an, Krays. Ja, das weiß ich noch. Vor meiner vierstündigen Session vor 2 Jahren weiß ich noch. Jetzt kommt das schlimmste Sounddesign für einen Drachen in einem Videospiel. Okay. Warte kurz, ist laut genug? Ich muss kurz gucken. So. Das ist, so interpretiert Suikoden einen Drachen. Das ist ein Elefant gewesen, oder? Würde ich auch sagen. Süß. Ist nicht süß. Nimmer. Weil ich ja krass und gefährlich. Ja, kann man nichts machen, leider. Okay. Dann war dazu crazy. Die Kühe kann ich leider nicht ansprechen. Oh, die fressen ganz glückliche Gras. Was ist da oben eigentlich los? Das ist ja Drache dafür gefährlich. Da kann der süß töröten, aber ist ja gefährlich. Okay. Ich glaube, da haben wir alles. Geh mal rein. Also, Drachenretter sind schon mal nicht sympathisch. Toll von denen, ach so, stimmt. How wonderful it is that you be working under His Majesty. Es ist so wundervoll, dass du jetzt unter der Majestät arbeitest. The Golden Emperor Barbarossa, dem goldenen Kaiser Barbarossa. Es ist wie ein Traum wahr würde. Black ist der Drache, ja, aber vielleicht hat er echt. Lady Windy, the new Court Magician. Lady Windy, die neue Court Magician, keine Ahnung, Kaisermaglerin, bears quite a resemblance. Ach, das hatten wir schon! Was hat das Bärse mag heißen? Sie trägt eine schwere Bürde. Ja, genau. Weil sie der Lady Claudia ähnlich sieht. Claudia. Die aber verstorben ist. Claudia, die ist. Und irgendwer trauert um sich, ich glaube, der Kaiser. Der König, ja, genau. Something's going up on north. Okay, die sagen das gleiche wie vorhin. Hallo Nova, Christi. Hallo Nova. Was ist das für ein Spiel? Suikoden, wie es im Titel steht. Hofmagier. Ach so, stimmt, genau. Die Hofmagierin, würde ich sagen. Ah, Hofmagierin. Ja, okay. Ich habe gerade gelesen, Hofmagierin. Die Hofmagierin. Hotmagierin. Hofmagd.
So, die sagen dann auch gleich. Das ist süßen Milchbubis. So, das ist Sikoden, ne? Chris. Hey, so it's Theo's boy. Also, es ist Theos Junge. Du bist spät. You can't be pampered all your life, you know? Du kannst nicht... Pampered ist wie Pampers, oder? You can't be pampered all your life, you know? Du kannst nicht all, immer so... mein Gott, dann gucke ich halt eben schnell, was es heißt. You can't be pampered all your life. Man kann sich nicht sein ganzes Leben lang verwöhnen lassen. Oder ach verwöhnen, so, okay. Du. Now for your first assignment. Also für deinen ersten Auftrag. Hör genau zu. Because I'll only tell you once. Denn ich werde es dir nur einmal sagen. Northeast of Gregminster lies the Magician Island. Also nordöstlich von Gregminster liegt die Magierinsel. Lecknat, the seer, lives there. Irgendein Typ irgendwie. The seer. The seer. Okay, gehen wir uns mal. Ich glaube, seer. Seer. Okay. Lecknat, the seer, lebt dort. She has been commissioned to look into the stars. Sie wurde damit beauftragt, in die Sterne zu schauen. Go there and bring me her results. Geh und bring mir ihre Resultate. Hörst du zu? Sag mir, wo die Magierinsel ist. Aus Überwillen. Northeast war's, oder? Northeast. Weiß ich nicht, hast du auch somewhere was? On this earth. Michi, komm, entscheid dich. Das da, ja. North, ja? Oder? Weil ich jetzt halt aufpasst. Ups. Das ist ja da recht. Hey. At least you can understand what I'm saying. Letztendlich verstehst du also, was ich sage, okay. Okay. Hey, hier ist der Rest deiner Instruktionen. Es gibt kein Boot zur Magierinsel, aber ich habe einen Drachenritter engagiert. From the Knights of von the Dragonstan. Von den Ritter der Drachen da, bla. Von dem, das der ist Ritter der Gang. Dragonstan. To take you there, you will find him in front of the barn. Okay, du bist nur mal kurz. Der Drache wird. Hey, Barn. Ach, das. Wir kennen das Aussprache auch schwierig, ne? Scheune. Ah, Scheune. Okay. Der Drache wird dich zu der Insel transportieren. Übrigens, Lecknat der Seher. Inne. Lecknat, die Seherin, ist die jüngere Schwester der Windy. Also benimm dich. Ah, okay, also der Kurt-Magerin, ja. Hofmagerin. Das war ein bisschen zu kompliziert. Okay. Du bist süß, Chris. Warum? So. Es ist schwierig, live zu besitzen. Es ist echt schwer, Mann. Es ist voll anstrengend. Keiner tut dich haten. Mach es gut. Atari 4 schon ausgepackt. Ah, okay. Gesundheit? Hat genießt? Hast du genießt, Michi? Nö. Was? Ich hab was anderes gemacht, aber das erzähle ich jetzt. Nö. Kann man es bitte klippen? Das war sehr lustig. Nö. Komm hoch. Okay, ich geh wieder runter. Egal. Dann gehen wir machen jetzt mal ein bisschen Stoff hier. Geben jetzt ein bisschen Gas. Wir gehen direkt zum Drachen. Zum Reisedrache. Der Black, dem... Oh. Was ist so? Pan. I was looking forward to your first job. Ich hab mich auf deinen ersten Job gefreut. Aber es stellt sich raus, to be an errand. Oh, scheiße. Errand. Was denn so? What? I was looking forward to your first job and it turns out to be an errand. Ich habe mich auf ihren ersten Job und es stellt sich heraus, dass es sich um einen Iraner handelt. Nein, keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden, sorry. Als ob wir Kinder wären. Ich hoffe auf was wirklich Aufregendes gehofft. Nimm's leicht, Pan. Besides the astrological results. Nebenher, die astrologischen Resultate sind sehr wichtig für das Kaiserreich. Es ist nicht so ein schlechter Auftrag. Du hast recht. Und dieser Job wird nicht so gefährlich. Oh, I don't mean to imply that you're not reliable. Oh, ich meine nicht, dass du dazu nicht fähig wärst, oder dass du nicht fähig wärst, einen schwierigen Auftrag zu machen, anscheinend, oder sowas, ne? Aber... Hey, Chris, we get to ride a dragon. Hey, Chris, wir werden einen Drachen reiten. Und einen echten Drachenritter begegnen.
Ihr seid ihm schon begegnet. Überraschung. Stimmt. Dragon Knights are really cool, aber du hast schon mit dem gerade angefeindet vorhin. Come on, let's go, let's get going. Da freut er sich zu früh, ne? Du bist ja wieder heiß, ist da, ne? So. Und das kann ich mich nur daran erinnern, Chris, als du das gestreamt hast. Fatsch. Are you the Imperial Guards? Seid ihr die Imperial, die kaiserlichen, ne? Gardisten? Ah, ich bin Fatsch. Lehrling oder Anfänger, Drachenritter. And this is my Dragon Black. Und das ist mein Drache Schwarz. Black. Hey Black, introduce yourself. Oh, bitte nicht. Sehr schön. Ist er nicht süß? Das ist echt süß. So, ihr werdet also nach Magia Island gehen. Black wird euch dort in keiner Zeit hinbringen. Also, schubsdiwupps hätte da, meint er. Schubsdiwupps. Du bist ein Drachenritter? You're just a punk. Du bist ein Drachenritter? Du bist nur ein Punk. Ja, oh. Stress hier. Was hast du gesagt? Du bist selber ein Punk. Ich bin ein Punk? I happen to be 300 years... Ich werde 300 Jahre. Was? Und dann wird er unterbrochen. Alright, that's enough. Okay, das ist genug. Lasst uns auf unseren Weg gehen. Lass mich los, Grimio. Er hat mich Punk genannt. Oh, Junge. Das wird ein lustiger Trip. Echt? Take it easy, Fatsch. Nimm's leicht. Oder beruhig dich, Fatsch. Let's get going. Gehen wir. Okay, okay. Jeder klettert jetzt an Bord des Baskets, des Korbs auf Black's Back. Black's Back. Rücken. Rücken, okay. Hat also einen Korb auf dem Rücken. Korb an, süß. Hui, wir reiten. Are you ready? Hold on tight, haltet euch fest. Oder ihr werdet runterfallen. Nicht, dass es mir irgendwas ausmachen würde, wenn einer runterfällt. Super. Hey! Watch it. Quit fighting in the basket. Hört auf zu kämpfen im ne? Köpfchen, ne? Okay, Black, let's go. Okay. Oh, Freunde, ey. Der penetriert uns aber mit diesem Sound die ganze Zeit. Wie kann man so einen Sound geben in einem Drachen? Was soll denn das? Ja, die Männer machen echt Ärger, Xena. Die kriegen links und rechts eine Quatsch. Dann ist gut im. Oh, ich hab ein bisschen wenig, Chris. Wo ist das Körbchen? Oh, ist nicht umgesetzt worden. Oder hängen wir am Fuß? Nee. Auf dem Rücken hieß es aber. Schwach. Aber bei Sieger auf dem. Na, reitet man wirklich auf dem nackten Draht, da kein Körbchen an. Na, der fliegt, siehst du. Dankeschön. So, hier sind wir. Hat euch die Schnelligkeit dizzy gemacht? Bisschen. Also, benebelt? Nun, meine Arbeit endet hier. Ich werde hier warten, bis ihr fertig seid. Seid vorsichtig. Was ist denn du für ein Lehrling? Hockt bloß im ganzen Tag rum und futtert bis der Drache. Okay. Da ist vor euch süß Kleche da drin. Sag mal, Waffen haben wir gar keine gekauft, kann das sein? Oder haben wir gar keine Möglichkeit gehabt, ne? Nö, hab auch gar keine. Schön kämpfen jetzt. Oh, unser erster Fight. Süß. Jetzt geht's los. Also, es ist rundenbasiert. Das sind Furfurviecher. Pfeffer. Oh, das ist zu laut. Es ist zu laut, ich seh's. Ich sehe es. Also, Fights. Wie sie dastehen, ist halt taktisch wichtig anscheinend, ne? Und wir können jetzt wirklich uns Zeit lassen, das ist nicht so wie bei Final Fantasy oder sowas, dass die uns trotzdem also kämpfen, sondern Fight, Run, Bribe. Hörst Bribe? Bribe. Bestechen. Free Will, freier Wille. Fight okay. Natürlich. Wir fighten natürlich. Attack, Defend, Item. Fight. Okay, das ist Heilung einfach. Attack. Also meine Erfahrung war mit Zykon, dass ich einfach das durchtapsen kann. Alle greifen an. Was haben wir denn da? Die eine hat eine Axt oder der eine hat eine Axt. Und das ist das Geile bei dem Spiel, dass diese Kamerafahrten einfach. Bei pixeligen Sachen ist es voll geil. Also es ist cool. Renn weg, nein. Wir wollen doch das Geld. Unsere Waffe ist das Wort. Schau jetzt, wenn ihr die Punkte verteilt, obtained 100 Bits. Das geht immer recht zügig, so Kämpfe. Das finde ich ganz Geldchen super Spiel. Angenehm einfach für ein Rollenspiel, dass es so schnell geht. Bei Final Fantasy ist immer erstmal und ewig lange Dings. Ich renne immer.
Das hat Konami damals ein bisschen besser gemacht. So, guck, geht direkt los. Gleich durchdrücken. Holy Boy. Holy Boy. Nicht Holy. Defend weiß ich nicht. Nee, das ist nicht Defend. Man sich doch hier blocken. Lass mal gucken, was er macht. Ach, wenn die zuerst angreifen, so wie jetzt. Er hat nicht defended, glaube ich. Ah, er ist hier der Martial Arts Typ, ja? Okay. Martial Arts. Also man kann ja einfach durch attacken einfach. Der Ted ist ein ganz schöner Rauch, weil sie aus dem Milchbuppe. Das bringt echt nichts. Okay, alles durch. 60 Bits. Da ist was. Mie. Medicine acquired. Medizin erhalten. Wollen wir das jemandem anders geben? Weil einer mag ja gar keine. Kiste. Feind, ja. Ich brauche Kämpfer in meinem Team. Sorry, Nova. Würde dich leider nicht mitnehmen. Ne? Weil du bist Kämpfer. Nicht dabei, Nova. Würde ich dich so am Kragen packen und zurückziehen. Los, Nova, kämpf. Willst du ihm den Ding zum Fraß vorwerfen, anscheinend. Also, sieht noch sind die Kämpfe relativ simpel. Komprimier mal, was ist das für ein. Oh, was ist das? Kiste, ah geil. Süße, okay. Kiste, ja. Ob den 150 Bits. Okay. Guck mal, das ist kein ich Schatten. Ich dachte, das einfach ist Schatten. Eine automatisierte Runde, dass die KI die Anweisung gibt. Ah, okay, ich versuch's gleich mal. Beim nächsten Kampf mache ich mal Free Will. Dann geht's noch schneller, glaube ich. So, Achtung, ich mache jetzt mal Free Will. Ah ja, schau, da macht genau dann die KI, Mann. Sie war damals schon da. Die KI macht alles alleine. Kann natürlich aber auch schief gehen, aber bei Standardsachen vielleicht doch ganz gut, ne? Okay, ich hab nichts gemacht, ich habe nur zwei Tasten gedrückt. Es knistert wieder, Chris. Oh. Dachte ich jetzt behoben, ey. Das ist ja echt lästig jetzt nochmal. Ich kämpfen? Du musst ja nicht kämpfen. Das ist ja nur ganz simpel. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Free Will, kannst eigentlich immer Free Will machen. Die sind ja alle beisammen, ne? Zack. Geil, der eine greift die Chlorikraft bei zwei an. Wie geht's dir denn eigentlich? Der feige Nova ist nichts für eine RPG-Party. Oh je. Aber Nova würde unsere Finanzen erhöhen, Michi. Er ist gut damit. Ja, stimmt. Der Finanzberater der Gruppe, glaube ich. Also, Edmund, genau. Free Will ist so eine KI-Sache. Nice to know. Ausschau halt nach Kisten. Hat sich der Weg gerade gegabelt von nach links nach rechts? Ich glaube schon, mit dem Schatten da. Bei mir muss man erstmal, in meinem Team muss man sich erstmal beweisen ein bisschen. Da gibt es dann so Probearbeiten. In meinem Team muss man erstmal beweisen. Level 4. Okay. Und wieder nach rechts. Und nochmal ein Kampf, oder? Nee. Kämpfe machen uns nur stark. Oh. Auf geht's. Dieses Free Will Energien, aber getroffen mir. Wurden wir auch bisher. Hast du mal die Energie angeschaut, wie die einzelnen Energien sind von den Leuten? Check mal, Claire. Ja. Muss man nur noch rausfinden, was Bribe macht. Also, bestechen, keine Ahnung. Kriegt man Geld. Aber dann kann man auch Rennen nehmen, ne? 41, ja. Sieht gut aus. Okay. Halt! Leathercoat! Das war das Teure. Guck mal, ob es jemand tragen kann. Ja, stimmt, wer kriegt denn das jetzt? Vielleicht der Organe. Wir checken erstmal. Warte, ich mach das, okay? Ich bin ja, ich mach das. Armor Leathercoat habe ich doch. Der hat auch einen Tunic. Guck mal, ob der upgraden kann. Nee. Geht nicht, okay. Der kriegt das. Aber vielleicht kann er ihn auch nicht tragen, weißt? Ja, das kann sein. Die konnten ja unterschiedlich nicht. Aber woher weiß jemand das denn? Ohne es schnell nachgucken zu müssen. Warte mal. Nee. Warte. Items halt, oder? Genau. Leathercoat, Defense plus 4. Handover, mach mal. Also, genau. Jetzt Pan und Cleo. Okay, muss ich gucken. Wer Cleo hat weniger Energie? Ich nehme Cleo, glaube ich. Weil Cleo hatte, glaube ich, was Schlechteres, Anna. Weil er hatte, warte, lass ihn gucken. Und Michael ist voll drin. 34.
Ja, wahrscheinlich, Nova. 29 plus. Okay. Okay, auf geht's. Warte, was hat er noch übrig? Es gibt Tunik. Nichts mehr. Vielleicht ist Tunika... Warte mal, ich muss checken. Oh, 20, okay, war der? Oh, das hat es an Rollenspielen, muss ich ehrlich sagen. Dieses Management, dieses Menümanagement ist nie meins gewesen. Ist einfach langweilig. Und zum Zuschauen finde ich es auch immer schrecklich. Ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht. Kann ja nicht nur ich so denken. Vor allem so schnell wie die Michaela das macht, kriegt man auch gar nichts mit. Wenn man es jetzt interessant finden würde. Bekäme man es jetzt gar nicht okay. mit. So, auf geht's weiter. Darf ich wieder? Ja, danke. Ich wollte euch ja nicht nerven. Nee, mit Geld bestechen machen wir nicht. Chris. Glaube ich, wir müssen es einmal machen zum Probieren. Na, wir brauchen Geld, du hast Geld verschwendet. Oh. Luke. Was ist er denn? Es ist Luke, Michaela. Oh. Wie unüblich. Besucher hier zu haben auf der Insel. I must prepare an appropriate welcome. Ich muss eine vernünftige Willkommen... Appropriate, warte mal kurz. I must prepare an appropriate welcome. Ich muss einen angemessenen Empfang vorbereiten. Windrune! Oh, wir kämpfen. Okay. Oh, Bribe. Cool. Okay. Wir kämpfen. Fight. Aber warte mal, einer hat doch eine Rune gehabt, oder? Diese Boa-Rune. Was bringt das? Also müsste doch. Da Rune steht Rune. Aber keiner kann es nehmen. Oder sind wir dumm und haben es übersprungen? Da, der hat Rune! Boah, Rune. Machen wir das doch, oder? Ja. Golem. Geil. Ich hab gedacht, stimmt. Okay, ab geht's. Oh, Alter. Sehr schön, sehr schön. Die Chloe ist schon mal gut. Schau, das ist der Boah, Rune. So ein Wildschwein, so wildes Zuschlagen einfach. Okay. Alter. Was heißt Unbalance? Was steht da? Ah, da muss ich es erholen, oder? Oh shit, das heißt, der fällt jetzt aus, oder was? Wahrscheinlich, ja. Attack Golem, Attack. Defend. Defend mal, ja. Attack. Okay. Zack. Luke Besson, genau, kann auch sein. Sterbe jetzt mal. Ah, da ist er tot, jawohl. Unbalance habe ich auch nie gesehen. Unausgeglichen, oder? Findest du die Charakterdesigns cool, oder? Find ich cool. Für die Bildchen mag ich immer sowas. Wow, 1500 Bits obtained. Verpiss dich, du Lümmel. Wow. Ihr Typen seid wirklich was. Beating my... Also, ihr Typen könnt wirklich... Habt wirklich was drauf, meine Magie so zu schlagen. Ich bin beeindruckt. Kaiserliche Wachen. Das sind Beschützer. Wir. Hey. Have you got something against us or what? Hey, hast du was gegen uns oder was? Ich meine, nimm's leicht. Was heißt das? Take it easy. Auf Deutsch, vernünftig auf Deutsch übersetzt. Take it easy. Nicht nimm's leicht. Was beruhig dich oder sowas. Beruhig dich oder chiller. Ja. Komm. Calm down heißt eigentlich beruhigen. Ich weiß, wer ihr Typen seid, sagt er. Also die Rune. You've come to see Lady Lecknut, right? Richtig. Lecknut? So, genau. Ihr seid gekommen, um Lady Lecknut zu sehen, richtig? Ich wollte euch nur testen. Ich glaube, ihr seid echt. Kommt hier lang, verehrte Gäste. Mhm. Okay. Bleib locker. Check it easy. Stimmt, bleib locker. Okay. Danke, Master 3D. Grüß danke, dich. Danke, Schiene. Sei gegrüßt. Stimmt, bleib locker. Okay. So. Oh, jetzt geht's los hier, Palast. Palast-Action. Presserin. Ist hier was versteckt irgendwo? Steckelt. Die Musik ist einfach gut. Die Musik gefällt mir, muss ich sagen. Das Schloss ist aber langweilig, wo die Haus. Ja, hier ist nichts, ne? Das Bild ist hängen geblieben, Christle. Ja, okay, ja, das Echtzeitbild. Ja, gut, klar. Auch das müssen wir manchmal dingsen. So, jetzt Dankeschön. Ja, hier ist ein bisschen langweilig, ja? Hier gibt's nichts. Keine Menschen, keine Innen. Ja, nee, ist aber auch okay mal. Aber keine Gegner, keine Kämpfer auch anscheinend, ne? Haben wir ja einen Wald gehabt dafür. In die Treppe, hast du gesehen? Bup. Ich drück die ganze Zeit X übrigens, ne? Also ich bin hier am Absuchen. Gut, dich nehme ich mein Team auf. Ja. Okay. Wobei Essen könnte mit dir anstrengend sein, und du sehr wählerisch bist. Wow. Danke für das Outing hier.
So, wunderbar. Das, wir laufen anscheinend einen Turm hoch. Mhm. Bin ein bisschen erinnert an Zelda Ocarina of Time, also auch diesen Turm zu Ganon, da die ewige Treppe hochlaufen musste. Im Endkampf. Oh Gott. Sieht doch immer alles gleich aus, echt. Kurz, come on. Tja, mich langweilig. Ah! Hallo, Frau Legnat. Ich brauche umschauen, oder? Legnat. Hey, ich war im Intro, Chris. I was expecting you. Ich habe euch erwartet. Messengers from the Empire? Nachrichten aus dem... Ja, ja, Messengers, keine Ahnung. Abgesandte des Kaiserreichs oder sowas. Oh my, what a cute messenger we have this year. Was für einen süßen Bringer haben wir dieses Jahr? Süß. Wow, das ist ganz schön viel süß immer hier, ne? Ja. Sie hat gesagt, du bist süß, Chris. Wie fühlt sich das an? Was frag ich denn? Was? Was fragt er denn? Also ich der tät dich anstrengend. Ja, er ist doch geil auf die Dings Windy, oder? Ja, ja. Es tut mir leid. Du ihr seid ein Soldat des Kaiserreichs. Ich sollte euch nicht süß nennen. Ich habe die astralen Conclusions Ankündigung. Vorbereitet. Conclusions. Conclusions. Das heißt doch schon Abschluss. Abschluss heißt Conclusion. Conclusion? Abschluss. Die astralen Abschlüsse vorbereitet. Folgt mir. Also die sternlichen oder so. Boten aus so einem Messenger-Boten. Ah, siehst du. Ah, Boten auch richtig, ja genau. Oh, jetzt hier wird diskutiert. Junger Meister, wir müssen zu Lady Legnat gehen. Ja, weiß ich. Achso, ah, okay, ich kann nochmal labern hier. Pan. Meister Chris, let's get the lass uns die astralen Abschlüsse. Ja. Schnell holen und nach Hause gehen. Ich verhungere. Ich hunger. Chris, Lady Legnat should be waiting for you. Lady Legnat should be waiting for you? Sie würde auf sie wartet auf dich, keine Ahnung. Also, es sieht so aus, als ob wir die astralen Abschlüsse bekommen. Kürzlich bekommen, also gleich. Ja, gleich. Chris, don't you think Lady Legnat is so beautiful? Denkst du, der Typ, der ist ja nur voller Schürzenjäger. Was ist er für ein Typ? Was ist mit dem los? Das sieht aus wie so ein Müll. Weißt du nicht, dass sie voll recht hübsch ist? Das sieht aus wie so ein Müll. Egal, du solltest dich beeilen. Das sieht aus wie so ein Milchbubi, da hat's aber vorstellen. Der Milchbubi ist wirklich hier der Schürzenjäger, so unfassbar. Ja, genau. Ted. Oh, sag mal, der kann 300 Jahre alt werden. Ist das hier GZSZ? Ja, nur wenn es GZSZ eine tiefe Story hat. Oh, das ist ein Drache, oder Chris? Das ist der Anfang vom Ding, was wir gesehen haben. Imperiale, kaiserliche Boten. Hier sind die astralen Ergebnisse oder Conclusions. Please take them. Bitte nehmt sie. Oder was? Wie war das? So wie Metal Gear Solid. Wie ist der Name? Ich sehe. Chris. So ein freundlicher Name. Ich bin eine astrologische Magierin. Meine Arbeit, mein Job ist es, in die Zukunft der Sterne zu schauen. Mhm. Aber die Zukunft ist nicht unveränderbar. Alles, was ich sehe, ist die Gesamtheit des Fließens der Dinge. Chris, you are bearing a huge burden. Chris, du trägst eine schwere Bürde. Im Flow des Schicksals. Im Fluss, oder? Und im Fluss des Schicksals, ja. Du wirst schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen. And experience a great deal of pain and sorrow. Und viel Schmerz und Leid erfahren. Also ein guter Deal, aber mal dabei. Und ich weiß nicht, was dabei rauskommt, what the outcome ist oder so. Oder wie es, ich weiß nicht, wie es endet. Aber erinnere dich immer, dass dein Schicksal in deinen eigenen Händen liegt. Richtig. Vergiss das nie. Du musst entscheiden, was richtig ist. Verstehst du's? Hier sind die astralischen Conclusions. My job is now done. Ich bin nun alle. Das Ding hat auch schon, der Drachenreiter hat auch schon gesagt, mein Job ist erledigt. Hier ist voll die Verantwortung. Fertig. Ich hab gerade nichts zu tun, mal jetzt Feierabend. Ja. Aber wir werden uns wiedersehen. Nicht, dass ich unser Wiedersehen in den Sternen sehe. Es ist nur ein Wunsch. Also nicht, dass ich unsere Wiedersehen wieder. Also nicht, dass ich die Zukunft voraussehe, sondern sie wünsche sich. Okay, Astral Conclusions received. Erhalten. Okay. Ich quatsche nochmal, oder? Die hübsche. Die ist unheimlich, aber.
Glaub an dich selbst, Chris. I cannot say more than that now. Ich kann nicht mehr als das sagen. Wir haben nicht... Okay, wir checken mal den Raum ab. Kann ich die Kugel dran? Wir wollten unser Ding gar nicht übrig wissen. Abcheck, abcheck, abcheck. Hier ist nichts... Das ist ein bisschen... Die findet dich nur cute, schon. Warum wir dich wieder sehen. Ja, wirklich. Okay. Oh, er läuft schon alleine? Du bist zurück. Du bist endlich zurück. You sure took your time. Du hast ganz schön lange gebraucht. Am Arsch habe ich lange gebraucht. Echt? What were you up to in there? Was habt ihr da drin gemacht, hä? Da ist wieder so eine Anspielung, ja? Was habt ihr da drin gemacht, hä? Schreckiger Typ. Der Ted, Alter. Wenn wir uns nicht beeilen, wird Fudge ungeduldig und uns zurücklassen. Jetzt lass uns gehen. Don't be so rude to Lady Lecknut. Sei nicht so rüde zu Lady Lecknut. Are you hungry or something? Bist du hungrig oder was? Halt's Maul. Kommt sie schon wieder. You must all be bored. Ihr müsst alle gelangweilt sein. Ich werde I'll have Luke take you to the show. I will have Luke. Luke ist unser Tipp gewesen, oder? Ja, aber ist das ein Satz? I will have Luke. Ich habe Luke. Ich werde Luke haben, euch an die Küste bringen. Ach so. Okay, keine Ahnung. Luke? Mhm. I'm here, Lady Lecknut. Take Chris and his companions to the shore. And none of your tricks now. Do you hear? Also bring Chris und seine Companions zur Küste und keine Tricks. Hast du verstanden? Of course not, ma'am. I would never trick anyone. Ich würde niemals irgendjemanden kleiner Frechdachs. Wenn sie uns entschuldigen würden, Lady Lecknut, wir werden jetzt auf unseren Weg gehen. You. Yes? Du. Ja? Dein Job ist Chris zu beschützen. Nimm das. Es solle dir nützlich sein. Irgendwann. Fire Crystal acquired. Zauberei. Yeah. Okay. Chris, remember what I told you. Erinnere dich, was ich dir gesagt habe. Jeder bereit? Dann schließt eure Augen. Warum wird man sonst blind? Windrune. Show your power. Zeig deine Kraft, Windrune. Krass, nur weil die eine angesprochen hat, deine... Junge, sind die spät. Hey, Black. Ich glaube, wir sollten fliegen oder gehen. Die kaiserlichen Wachen sollten... be able to fend for themselves. Sich selbst beschützen können oder sich selbst irgendwie können. Ach, guck, jetzt kommen wir. So schön, dass ich eine fremde Person dabei gewesen wäre. Feuerkristall. Genau, Nora. Was zum... Mach du mal kurz weiter, das muss man anschenken. Boah, also, was geht hier ab? Wir sind schon zurück an der Küste? Ich habe nie solche Magie gesehen. Du bist ein wertvoller Apprentice? Lehrling, oder? Für Lady Lecknut. That's all fine, but... Where's Ted? Oh, das ist ja alles schön und gut, aber wo ist Ted? Stimmt. Oh. Was geht hier schon wieder zu Punk? That revenge... I can tell you it's hard work. It's a whole a lot of work. But I can't explain it. It's how I do it. You know, it's very I don't know how to say it. Exclusive. What setup I have here? Very different things. The special to play setup. Same time on a original CRT and in the stream and live on the monitor. And good quality. Sorry, I can't explain it now. But maybe you can. We have a Discord server. Maybe you want to join and I can explain it to you. So Ted, ouch! Watch it, you punk. Better watch your mouth. Pass lieber auf deinen Mund auf. Oder, ich will keine Drachendinger leer. Genug, es ist genug. Ihr macht mich krank mit eurem Gekämpfe. It's about time. Hurry up and hop on. Or we'll leave you behind. Also, Es ist Zeit. Euch springt auf oder wir werden euch zurücklassen. Not so nice. Wir sind alle an Bord. Der stolpert immer so ein bisschen, ne? Mhm. Darn. It's crowded in here. Es ist voll hier. Was? Es ist sehr voll hier. Aber was heißt darn? Mischt sowas. Das ist bestimmt so ein Stück. Mischt. Gemischt.
Darn. Verflixt! Ja, genau, schon sag ich doch. Darn. Ja, Mist. Verflixt. Es ist voll hier. Okay, Black, let's fly back to the Imperial Capital. Also zurück zum kaiserlichen, zur kaiserlichen Hauptstadt. Oh, sie ist einfach gekippt. Niedlich. Here, Chris. Thank you, Nova. Thank you. Yeah, the picture is with the camera a little bit, you know. Flatter. The colors are not power, so powerful. But it's... We have it here in option. For us, it looks amazing. Ich mag so sehr, auf dem Fenster zu spielen. Sehr schön, dass er jetzt, dass, mal, dass er Drache jetzt in die Richtung fliegt. Aber gut. Wo ist der Korb und die Charaktere? Die sind wahrscheinlich so klein. Es wird ja baldigst ein HD-Remaster, Remake oder Remaster erscheinen, ne? Mit noch mehr 2.5D-Grafik, so, ne? Oh. Und vielleicht wird es da ergänzt oder so. That's the end of my job. Das ist das Ende meiner Arbeit. We'll all have to deliver the astral conclusion to the commander. Ihr müsst also die astralen Ergebnisse dem Commander überbringen. Während ich in der Hauptstadt bin, I might as well take a look around. Werde ich ein bisschen rumschauen, mich ein bisschen umschauen. Thank you, Edmund. How would you like to go to the... Was? How would you like to go to the theater, Black? Würdest du gerne zum Theater gehen, Black? Okay, gut. Sag gar nichts, der Drache. Doch, guck hier. It's an elephant. Wie machen die Kühe? Oh, I would like to hear the cows. Miau. Die machen Miau. Okay. Hat der noch was anderes zu sagen? Ja, nee, das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Alright. Boah, fast 2 Stunden gespielt. Echt? Really? Ja. Ein Dreiviertelhand. Oh mein Gott. Genau, wir müssen jetzt wieder zu Craze gehen, ne? Commander Craze. Ich glaube, man kann das gar nicht conclusion. Ich glaube, das ist eher die astrologischen Voraussehungen und sowas, ja. Genau. Hey, oh, das ist ein neuer Typ. Neuer Typ. Kanan. You sure took your time. Commander Craze will be furious. Ah, du hast aber lange gebraucht. Der Commander Craze wird jetzt zur Furie oder sowas. Musik passt, okay. Endlich zurück, hä? Ich bin fast krank geworden vor Warten, oder? Nicht vor Sorge, nee. Ich bin sick of waiting for you. Hab mich genervt, auf dich zu warten. Beeil dich und gib mir die astralischen Ergebnisse. Oder Vorsehungen, ja? Okay, delivered. Okay, ich glaube, du hast deinen Job gemacht. You're apparently not totally useless. Du bist also anscheinend nicht ganz nutzlos. So, also mach dich bereit für deine nächste Aufgabe. Okay. What's the matter? Was ist das Problem? Why don't you look up happier? Warum schaust du nicht glücklicher? Es ist eine Ehre, be able to work for the Empire, dem Kaiserreich zu arbeiten. Mhm. Commander Craze is right. Commander Craze hat recht. Der ist unheimlich irgendwie auch. Hohum? Hör genau zu. Östlich of Dragminster. You'll find a town called Rockland. Yeah. Ach, haben wir schon gehört. Mhm. Wirst du eine Stadt namens Rockland finden. Verstanden? Rockland. Östlich von Dragminster. Aus irgendeinem Grund hat diese Stadt ihre Steuern nicht gezahlt. Oh nein. Aus irgendeinem Grund zahlen sie nicht. Das ist ein Papagei, oder was? Also wirst du nach Rockland gehen. Das ist korrekt. Du gehst nach Rockland. And tell them that their tax payment is overdue. Und sag denen, dass ihre Dings überfällig ist. Ihre Steuerbezahlung. Sag denen, sie sind überfällig. Halt's Maul! Stop yapping while I'm talking. Ich hab das Nachgeplappere, oder? Ja, wir wollen's trotzdem genau wissen. Yapping. Kläffen? Hör auf zu kläffen, während ich rede. Okay. Das ist recht. All of you stop yapping. Stimmt, hört auf zu kläffen. Oh. Idiot. Kanan, ich sag dir, halt's Maul. Wer, ich? Ich hab dir gesagt, halt's Maul, genau. Vergiss es. Egal. Frag den militärischen Commander von Rockland wegen der Steuersituation. Sein Name ist Grady. And you will take Kanan with you on this mission. Und ihr werdet Kanan mitnehmen auf eure Mission. Oh, nee. Doch. Hehehe. Listen, all of you. I'm your superior. Ich bin euer, in der Imperialen Garde. Ich bin euer Auftrag. Nee, superior. Jetzt nochmal superior. Superior. Vorgesetzter. Ich bin euer Vorgesetzter der Imperialen Garde.
Disobeying me means disobeying the Empire. Keep that in mind. Okay. Disobeying. Ungehorsam mir gegenüber ist gleichzusetzen mit Ungehorsam dem Kaiserreich gegenüber. Behalte das im Kopf. What a creep. Was für ein Arschloch. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Geht nun auf euren Weg nach Rockland. Okay. Wir wollen den aber nicht. Follow. Das stinkt. Den mobben mal schön raus, den Fettsack, oder? Egal, aber fett oder dünn ist, nee, aber unsympathisch ist auf jeden Fall. Kein Mobbing hier, bitte. Das war nur Spaß. Okay, ich gehe nochmal kurz hoch, vielleicht kann ich doch nochmal irgendwie zum König, so Barbarossa oder so, mal gucken. Das ist ja Kaiserkönig. Kaiser, ja, Kaiserkönig. Den mobben mal schön raus. Dein Bart sieht irgendwie süß aus. Ja, ja. Ah? Oder Lady Windy irgendwo? Oh, wir können Ted Lady Windy zeigen hier, vielleicht. Ich glaube nicht, die beschützen Dieter. The audience with the Emperor is over, please. Okay, alles klar, immer das Gleiche. Klassische Mozart-Musik, wer kennt es nicht? Okay, nach Osten. Jetzt müssen wir erstmal. Hä? Das sind uns. Aber wir fliegen ja nicht, ne? Ne, wir gehen jetzt wirklich aus dem Dörfle raus. Wo war der Ausgang? Aber, den finden wir schon. Wir schlafen aber östlich, das heißt, wir müssen nach rechts wahrscheinlich raus, oder? Östlich. Aber da rechts geht es nicht raus beim Süße, komm her, wir gehen nach Hause. Wieso gehen wir nach Hause? Wir schlafen. Oh, speichern mal, oder? Ja, genau. Und Alter, wir haben lange nicht mehr gespeichert. Und schlafen, dass wir kalt sind vielleicht. Ich hab's nicht verstanden. Heilen, schlafen, heilen. Das heißt, wir gehen zu uns nach Hause, ne? Richtig. Okay. Dreckminster. Dreckminster. Soll immer schön die Vögel verscheuchen hier? Die scheißen überall hin? So, nee, Spaß. In unser Bettchen. Unser Bitte. Bettchen. Meinst du, das geht? Ah, nee, ins Diary natürlich. Chris Diary. Aber wir müssen auch checking the memory card. Wie der Sound jetzt weggeht, ist schade, finde ich. Also jetzt schlafen sie alle so. Put, put, put. Stunde 20 erst, glaube ich. Das ist gelogen. Level 5 aber. Okay. Aber Bettchen? Schlafen geht nicht, ne? Und wir halten uns dann? Ja, dann müssen wir ins Hotel, müssen wir wirklich ins Hotel schlafen, oder was? Oder Items fressen. Ja gut, aber das ist halt irgendwie doof. Ja, normalerweise hat man immer in Hotels geschlafen, ja? Das war die Gesamtheilung dann einfach. Klick mal Menü auf, bitte. Wo möchtest du hin? Wir sind nicht ganz voll, okay. Ah, warte mal, Rune. Wir haben doch jetzt... Hier, die Dings hat doch eine Rune gekriegt, genau. Oder? Nee, hat sie den Kristall hat sie gekriegt. Nee, Rune ist was anderes. Ach so. Warte. Equipment. Ist es das, dass wir den Kristall jetzt bewerten können, Chris? Stimmt. Warte mal kurz. Das war da drüben, links. Ja. Aber wie rüste ich den aus? Oh, Michael ist schon müde. Hallo. Welcome, Appraise. Nee, ich kann nichts zu bewerten da. Nee, wir müssen zum Kristalldings gehen, rechts. Ach so. Feuerkristall kann der uns ausrüsten vielleicht. Ganz rechts war das, ne? Ja, da oben aus. Sind wir ganz rechts? Nee, ganz rechts, stimmt. Im anderen Hitler. Frisch ausschlafen. Was, Hitler? Im anderen Hitler. Ja, Hitler. Hütte. So, welcome. Attach, genau. So, hier, Fire Crystal. Ah, kann bloß ich den nehmen? Oder was ist da los? Drück mal drauf. Ah, ne, ich hab den im Menü, okay. Fire Crystal. Who do you want it attached to? Die Cleo sollte den haben, ne? Hat's geheißen. Ja, genau. Gut, dann gehen wir Cleo den. The rune is attached. Ja, jetzt wird der Kristall zu einer Rune quasi. Juhu. Okay, jetzt, thank you. Hat die das aber jetzt ausgewählt? Jetzt hat sie ja. Jetzt müssen sie Feuer machen können quasi. Im Kampf. So, das war's, oder? Geht's hier raus? Oh! Weltkartenmusik! Oh mein! Süß! Das ist eine Chibi-Version hier. Chibi? Kann man hier speichern? Nee. Das ist kein Final Fantasy. Rockland. Also nach Osten müssen wir. Jetzt müssen wir quasi Rockland finden. Rockland Radio, wer kennt's nicht? Oh, Mosquito. Okay. Ich kenn's warte mal, lass es gleich mal machen. Attack? Unite, was ist denn Unite? Grammy, okay. Rune. Das ist Boa Rune. Pan? Nee, Pan. Die Kryo konnte nichts auswählen. Konnte ich nicht auswählen, ne? Vielleicht muss man eine Magieleiste haben oder so.
Oh nein. Oh, daneben. Was ist mit dem Viech da? Da hat irgendwas. Treffen das sieht alle. Ja komisch aus. Treffen alle gar nichts. Ja, das hat gesessen. Bis die stechen, ja. Okay. Der ist wieder unbalanced dann, okay. Aber das setzt die nicht. Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich kriegt's das später. Und Kremio ist benommen, oder was? Was ist das für ein Finn? Boah, Alter, die sind ja hart. Das ist echt hart. Alter, die trifft ja gar nichts. Ah, doch, nee, er kann. Hört der andere jetzt als unser Charakter auch. Aber was ist das für ein Zustand? Let go? Run? Vorhin hieß es noch Run. Stimmt, das ist komisch. Das ist ja äußerst merkwürdig alles. Daneben? Oh nein. Mir fehlt so ein bisschen das Mistzeichen, ne? Mhm. Boah, auf die habe ich keinen Bock mehr, ey. Das dauert ja ewig. Okay, easy. Ich hoffe, das hat jetzt keine Nachwirkungen, diese Geschichte mit den Gesichtern über uns. Ist unheimlich, ja. Also da ist das kurz. Kann man irgendwie Status lesen oder so, Chris? Die Moskitos sind hart, stimmt. Warte kurz. Oh ja, da ist da irgendwas tot. Guck, totgeweiht. Das ist ein Totenkopf. Oh, warte mal kurz. Soll ich Medizin nehmen? Was macht Medizin? Das heilt dich bloß. Geh mal zurück ins Dorf, vielleicht gibt's da nochmal was, Chris. Ne, es heilt nur, aber es macht diesen Status nicht. Geh mal zurück ins Dorf. Und dann? Vielleicht gibt's da ein... Es gab ah! Items, okay. Beim Laufen zieht sich Energie ab, ich hab's gerade gemerkt, hat geblitzt. Okay. Hä? Ah, es blitzt! Es zieht einfach Energie ab. Sieht man das? Okay, ist nicht mehr. Ich klick mal auf Karte. Nee, es ist, weil ich draußen bin, glaube ich. Oder? Nee. Klick auf Menü. Ja, ist weg, okay. Oh, aber sieht meine Energie nur noch, Kremio ist fast tot. Schnell heilen, ja. Ich geh jetzt schlafen. Wir schlafen jetzt einmal die Nacht hier. Sollen wir nicht so geizig sein hier? Speichere ich mal nur kurz, ob das überhaupt heilt. Ja, natürlich. Egal, so, oder was alle Energie das? Haben. Die 7 Energie muss doch weg von ihm. Wow, das ist alles! Okay, das ist die lameste Übernachtung leider. Da erinnert man sich zurück an Secret of Mana, wenn man so schläft. Dann liegen sie im Bett schön. Okay, das war langweilig. Das ist leider schwach. Jetzt saven wir nochmal. Okay. War es kostenloser Schlaf hier? Keine Ahnung. Chris, nimm Moskitoschutzcreme mit, ja? Wie heißt die nochmal? Ah, da keine Markennennung hier. Spray. Okay. Gut. Was habt ihr vor am langen Wochenende, Leute? Wie feiert ihr Ostern? Geht ihr in die Kirche? Geht ihr nicht in die Kirche? Fragen über Fragen. Ist hier Schokoeier oder nicht? Habt ihr gefastet? Ist eine Tolle vorne. Oh, nee. Oh, andere, jawohl. Ameisen. Red Soldier End. Rote Soldaten Ameisen. Mach sie fertig. Zack, ganz schnell durchklicken. Warte, ich will wissen. Rune, das ist aber wieder... Das jetzt ist Pan, okay. Komm. Der macht sein... Hier! Okay. Jetzt geht Cleo, klar. Flaming Arrows oder Flammenpfeile. Flammenpfeile! Mal gucken, ob es so weit kommt überhaupt. Einer schon mal weg. Oh ja, hier. Oh. Super. 232, geil. Und die Level steigen, das macht mich glücklich, meine Augen. Ja, der Grind. So, wie ist hier Rockland Radio? Ist das hier Rockland? Nee, da kann ich nicht, an den Berg kann ich nicht ran. Schon durch den Wald schlupf wie? Ah, da unten, oder? Nach Osten hat's geheißen. Ja, ne? Genau. Okay, cool. Rockland. Hallo, wir sind hier. Oh ja, hier sieht's echt ärmlich aus. Macht nix. So, erstmal außen alles abgrasen. Ja, schon wieder. Yeah, I know the place. Ja, ich kenne diesen Ort. Der militärische Commander, das Haus vom militärischen Commander ist all the way up, also ganz oben. Geld oder Leben, ja. Grandy ist sein Name. Grady ist sein Name, a real scoundrel. Oh. Ein wirklicher? Was glaubst du? Scoundrel. Hört sich fies an, Scoundrel. Scoundrel. Schurke. Okay. Ist klar. Kriminelle. Läuft. Kriminelle Energie, ja. Okay. Da ist Schlafen. Oh, ja. Aber die Charaktere sehen anders aus. Finde ich gut. Oh. Marco. Hey, Dörfer. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Contest? Gut. Contest? Oh, ein Spiel. Money in Hand. 2008.
gain. How much do you want to bet? Wie viel willst du wetten? Ah. Ich wollte erstmal speichern. 10.000, oder? Nee, wir müssen 1.000, komm, wir wollen 1.000. Nicht so viel Geld, Chris. Was machst du da? Was kann man da machen, ne? Du musst für Hütchen spielen, Michael. Jetzt. Wahrscheinlich mach du zurück. Mach erstmal zurück und speichere erstmal. Nee. 1.000. Okay. Ich weiß nicht, ob das... Oh mein Gott! Ich weiß, was es ist. Which one is it? Weißt du es? In der Mitte? Nee. Alter. Ganz links, sag ich, ist es. Sind die Leute? Was sagt ihr? Geil, wenn ich jetzt gewinne. Oh, das war aber krass. Ich hab's aber gut bekommen. Das ist Frame. Der muss gute Frame-Augen haben. Was ist, wenn's falsch ist? Dann klicken wir nochmal. Wenn's richtig ist? Dann lach mal. Ich bin super. Auf, lach's gar nicht. Super, ja, komm, gib. Siehst du? How much do you want to bet? Jetzt 10.000, oder komm? Nein! Was haben wir jetzt gewonnen? Ja, wir haben jetzt 1.000 mehr gewonnen. Wir haben 1.000 mehr. Mach 10.000, oder? Nee, mach weg und speichern, da kannst du mal machen, ne? Aber 10.000, Michael. Mach weg. Mach das weg. Aber oh, dann kann ich, glaube ich, nicht mithalten. Dann geht's richtig schnell, glaube ich. Mach weg. Quit. Quitting already? Jetzt schon aufhören? Ja, yeah, ja. Yeah. Komm bald wieder. Ja, geiler Typ. Das war ja geil. Aber es war gar nicht leicht. Ich konnte nicht so schnell gucken. Das war gar nicht leicht. Weil doch, ich kann Country Buddy bei den Dingen abgucken. Okay. Wie schöne Geld. Oh mein Gott. Ja. Großer Bruder, Ayu, bist du ein imperialer, ein kaiserlicher Armeesoldat? You're not. Ayu, bist du nicht, oder? Ich wusste es, weil du mich nicht geschlagen hast. Ja. I saw them. Ich sah sie. Es ist wahr. Die Banditen sind zurückgekehrt auf Mount Saifu im Osten. Oh. That's where they're hiding out. Das ist, wo sie sich verstecken. Ah, okay. Banditen, da wollen wir da nicht hin. Nur wollen wir von Banditen verschlagen. Ein tiefer Brunnen. Conversation? Warte. Conversation prohibited. Konversation verbieten? Prohibited. Verboten. Okay, Unterhaltung verboten. Alles klar. Okay. Mit dem Brunnen, alles klar. Was auch immer. Da haben wir das Problem mit den Villa. Steuern. Hier sterben also Leute. Here lies a nameless soldier. Hier liegt ein namenloser Soldat. Für mich... War was life... für mich war Krieg das Leben selbst. Oh. Hier lies eine gewöhnliche Mutter. Gute Nacht, until we meet again. Gute Nacht, bis wir uns wiedersehen. Himmel. Hier liegt ein Farmer. Oder Bauer. As long as there was gentle sunlight, I was able to grow anything. Solange ich gutes Sonnenlicht hatte, habe ich alles zum Wachsen gebracht. Hier lies a troubled man. Hier ist ein Verbrecher? Schwieriger Mann halt. Schwieriger Mann. Oder ja. Sorglicher Mann. Einsamkeit ist ein langsames Gift. Langsam tötendes Gift. Okay. Das heißt, man soll. Was sind das für Sprüche hier? Find ich lustig und du? Hier liegt ein Poet. Als Beweis meines Lebens lasse ich zurück. Ein Song. Ein Lied. Epitaph? Alter, was? Das kann ich nicht aussprechen nochmal. Epitaph? Verstehe, eine Grabinschrift. Okay. Okay, kann ich da nicht entziffern. Last word of a woman who died on the street. Die letzten Worte einer Frau, die auf der Straße starb. Cliff, vergib mir, dass ich nicht in deinen Händen gestorben bin. Okay, gut. Harter Tobak hier. Hat man den schon? Ja, den hat man schon, ja. Ne? Okay, dann fangen wir hier links an. Hallo, Freunde. I'm hungry, ich bin hungrig. Schrecklich. Okay. Don't you have stew? Supper? Egal, wie hart wir arbeiten, das Leben wird immer schlimmer und schlimmer. Alles nur wegen diesem Penagre... Ah, okay. Okay. Ups, das war knapp. Ich hab gerade vergessen, was ich gesagt habe. Okay. Ich hab's aber nicht vergessen. So. Okay, ja, bubu. Was hat der Mann des Hauses zu sagen? Sie sagten,
ein neuer Kaiser hat die Macht ergriffen vor Jahren. Also vor Jahren haben sie gesagt, dass ein neuer Kaiser die Macht ergriffen hat. Aber hier draußen auf dem Land merken wir keinen Unterschied. Wer Kaiser ist, okay. Okay, es ist wirklich, wirklich poor hier. Poore Leute. Ah, hätten wir auch schlafen können. In Rockland ist aber nicht viel los, ja. Ja doch, guck mal hier. Fine scenery and a bit of food make tea taste better. Eine schöne Szenerie und ein bisschen Essen machen einen Tee besser schmeckend. Quasi. Aha. Lass einen Tee besser schmecken. Boorish Imperials make tea taste lousy. Okay. Boorish Imperials make tea taste lousy. Boris Imperials lassen Tee lausig schmecken. Boorish. 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 Ah, grob. Grobe. Ah, die groben Imperialen machen den Tee lausig. Okay, gut. Lausig. Grobe, kaiserliche. Okay. Entschuldige, aber wir sind... Ja, wir haben keinen Tee mehr. Oh. Keine Ahnung. Then what's all that... then what's all that you've lined up there? Was ist denn das, was ihr alles da aufgetischt habt? Ha, das Zeug isn't fit to be served for Imperial Bigwigs. This stuff isn't fit to be served. Ah, das Zeug ist nicht gut genug für die, Imperialen. Mark, war, für die kaiserlichen Bigwigs. Große Perücken. Nee. Bigwigs? Bigwigs. Bonzen! Oh, geiles Wort! Bonzen! Das gefällt dir. Das ist eine gute für die kaiserlichen Bonzen. Geil. Alter, Bigwigs einfach. Bonze, nice. Bonze ist ein Wort, das kenne ich. Willkommen in Rockland. A soft straw bed and a warm breakfast for only 30 bits each. Verpiss dich. Eine weiche. Soft straw bed? A soft straw bed. Ein weicher Strohhalm? Nee, Bett. Strohbett. A soft straw bed. Mann. A soft straw bed. Ein weiches Strohbett. Ah! Straw, natürlich Stroh. Logisch. No. Safe? Yes! Also Speiern tun wir doch immer. Du bist Gag von einem Kratzen Chris. Das ist ja eine lästige Scheiße hier. Zum Glück ist gerade kein Ton zu hören. Ich weiß nicht, woran es liegt, Freunde. Zum Glück haben wir bei uns zu Hause gestorben, als gerade nichts gekostet hat. So, saving file down, remove memory card. Remove memory card! Okay. Was passiert, wenn man die Memory Card removed, frage ich mich. Da kannst du halt speichern, ne? Grobe Läuse im Tee. Okay, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ein Gast. Sehr schön. Wow, what a cool, wow, was für ein schönes, cooles Outfit. Imperische, was heißt Imperial Guard? Kaiserlich? Ich guck's jetzt einmal, was es heißt. Ich weiß immer nicht genau. Imperial Guard. Wache. Right? Wow, wow. Kanan. That's right. Der Kanan spricht hier immer. Wow, you're so lucky. Du bist so ein Glückspilz. Are you so fat because you get to eat well? Bist du so fett, weil du so viel zu essen bekommst? Geil. Okay. Der redet mit Kanan, ne? Das ist nicht gut für den Hund, Michael, ne? Was ist es mit diesen Kopfhörern? Meine Ohren kämpfen immer gegen was, wenn du was trinkst. Aber du hast doch auch bei der Arbeit an oder unterwegs zur Arbeit, hast du gesagt, erzählt. Findest du dann der S-Bahn auch? Ja, aber nicht so lange am Stück. Wer bist du? Wir haben kein Essen. Die haben uns alles weggenommen. Was wir vorbereitet. Sobald wir es fertig hatten. Fies. Eins richtungstechnisch auch schmal. Could it be that you're the Imperial Army? Kann es sein, dass ihr von der Imperialischen Armee seid? Oder Kaiserlichen Armee? Was geht in der Welt vor? Life used to be so much better. Das Leben muss so viel einfacher sein. Was ist das Problem mit Kaiser Barbarossa? Barbarossa muss ich immer irgendwie an Piraten. Ne? Wie heißt das nochmal? Flucht der Karibik. Ach so, Papa. Ist der Lust. Mich ist schon mal daran gedacht, Over-Ear-Kopfhörer zu nutzen. Die fallen nicht so leicht runter. Ja, da hatte mich ja auch ein Problem mit. Die drücken auf mein Ohr. Ich bisher empfinde ich hier Ohrenknöchelchen. Oh, was gibt's zu kaufen? Medizin. Oh, Antitoxine, da. Mach ein bisschen was mit. Aber nicht zu viel. Und wir hatten am wenigsten hier, der. 4. Thank you. Es gibt. Alter.
Wie oft kann man noch escapen? Wir haben zwei Möglichkeiten, im Kampf zu entfliehen. Ja, das ist und aber noch, aus, wir können noch mal extra Items kaufen. Aber aus dem Dungeon. Ach, okay. Gut, okay. Das war jetzt ein bisschen verrückt. Kann ich noch hinter. Geht's denn weiter? Cool, wir können seine Hüßgänge. Können wir beklauen? Geht's was zu klauen? Ja. Nee. Guck, das ist ein Gefängnis hier. Gefängnis. Aber dein, bei deinem Haus gab's auch das Ding da. Alright, dann raus. Rockland, hier kann nix. Da oben ist, glaube ich, Ziel, sagen wir mal. Ich trinke mal was. Schwöpsi, dann trink mal was. Da waren wir drin. Dann haben wir hier nochmal. Oh, Ausrüstungsladen nochmal. Okay. Oh, Master 3D hat auch ein Finish. Wie viel Sony? Oh, den werden wir gleich mal gucken. Hab ich auch. Sony WH1000X. Dankeschön. Lieb von dir. Das ist schön, Master. Dankeschön. Ich krieg dann echt Kopfhörer, wenn man das immer drauf drückt. Beim Schlafen ist es manchmal auch ein Problem mit. Das Kissen darf nicht zu hart sein bei mir. Letztes Jahr musstest du noch keine Waffe rumtragen. Aber heutzutage ist es gefährlich draußen geworden. Oh, nicht total. Okay. Welcome. Bye. Okay. Headband, nein. Tunic, gibt's was Neues? Gloves, Leggings. Oben Schild. Schilde! Jetzt geht's ab. Who will carry it? Achso, wer will's tragen? Ah, oh, keiner kann ein Schild tragen. Keiner. Warum? Wieso kann ich's denn trotzdem kaufen? Jetzt habe ich aus dem Nix gedrückt. Kriegt man normaler? Nee. Ist egal. Wenn sie früher oder später können wir es auch brauchen, bestimmt. Nee, jetzt kann irgendeiner Bus tragen, der mitscheunt. Krass, okay, das ist ja dumm. Warum kann ich es kaufen, wenn es gar das nicht ist? Echt das ist komisch, schlecht, okay. Finde ich. In den Betten ist auch nie was versteckt. Hätte ich lieber Leggings kaufen oder haben die alle Höschen an? 300 Taler weniger seufz. Die werden sich noch auszahlen, sag ich euch. So, jetzt gehen wir hoch zu diesem anderen du Haus. Du kaufst nichts mehr, ich übernehme ja, ja. Da ab heute jetzt immer. So, links, rechts. Gerne. Wir fangen von rechts nach links an. Locked. Locked. So. Hey, wer seid ihr, Kollegen? Das ist Master Grady's Mansion. Das ist Master Grady's Anwesen. Mansion. Anwesen, Villa. Villa, ja. Ihr seid nicht hier erlaubt, oder what do you want? Was wollt ihr? Ihr seid hier nicht willkommen. Was wollt ihr? Was hast du gesagt? Ich bin Kanaan, Assistent von der kaiserlichen Wache Commander Grace. Tell Grady to get out here. Sag Grady, er soll seinen Arsch herausschaffen oder so, vielleicht. Mhm. Kann man es pikanter formulieren? Was? Ja, Sir. Gleich sofort. Warten Sie bitte einen Moment. Da steht da oben links, oder? Na dann, okay. Das ist ein bisschen so in der Zukunft, ja? Was ist los? Diese Dorfbewohner kommen, um sich zu beschweren? Schon wieder? Get them out, bring sie hier raus. Nein, Sir. Sie sagen, sie sind von der imperialischen Wache. Also, kaiserlichen Wache. Whatever they are, I'm busy. Was auch immer sie sind, ich bin beschäftigt. Hurry up and what? Beeil dich und was? Ist das erst realisiert? Kaiserliche Wache? Hast du kaiserliche Wache gesagt? Warum hast du mir das nicht früher gesagt, du Idiot? Dummkopf. Willkommen, Mitglieder der imperialischen Wache. Was bringt euch hier in dieses traurige, kleine, arme Landdorf? Please, bitte kommt rein. Looks like you're doing very well here. Sieht aus, als ob es euch gut geht hier. Oh nein, eigentlich nicht, Sir. Vergiss es. We know why we're here. Du weißt, warum wir hier sind. Sicher, Sir. Wegen den Steuern, richtig? We've been troubled about that too. Wir haben uns darüber auch Sorgen gemacht. Sehen Sie, einige Banditen settled on nearby Mount Saifu, haben sich niedergelassen im nahen Mount Saifu and have been pillaging the local villages. Pillaging. Pilletrieren, oder? Pillaging. Plündern. Ah. Und haben nahegelegene Dörfer geplündert. Deshalb, this is why we've been unable to collect taxes. Deswegen konnten wir keine Steuern eintreiben und liefern. Zu euch liefern. Aber ich bin mir sicher, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Was meinst du damit? Ich spreche natürlich von eurer Ankunft. Von eurer Ankunft, the Courageous National Guard. Courageous? Der Mutigen, sorry. Oder? Der Mutlosen. Courageous.
Mutig, ja. Der mutige Nationalgarde. Landbanditen loszuwerden sollte eine leichte Aufgabe für euch sein. Ihr seid nicht beängstigt von ihnen, bin ich sicher. Hoho, natürlich nicht. Banditen. Okay. Wir sollten okay sein. We'll crush them like flies. Wir werden sie wie Fliegen zerklatschen. Hohoho. Das ist lächerlich. Unsere Mission ist... Haha, I can't wait. Ich kann nicht warten. Ich warte schon die ganze Zeit auf einen guten Kampf. Oh mein Gott. Ich auch. Let's teach the bandits a lesson. Lass uns den Banditen eine Lektion erteilen. Richtig, Chris? Natürlich. We should return home first. Ja. Was soll ich machen? Natürlich, weil wir vermöbeln ist immer toll. Vermöbeln ist immer toll. Wenn ich im echten Leben nicht rumschlägern kann, dann bin ich in dem Spiel. Junger Meister, wir müssen nicht. Boys will be boys. Jungs werden Jungs bleiben. Fein. Dann lass uns gehen. Fallt nicht zurück. Ich bin über deine Entscheidung glücklich. Erfreut. But do you know where... Aber weißt du, wo Mount Saifo ist? Halt's Maul. Halt's Maul. I was just about to ask you. Ich war gerade dabei, euch zu fragen. Mount Saifo ist east of Rockland, also noch weiter ist. Fine, now let's go. Okay. Gehen wir da lieber und plündern Ja, gleich. Mount Saifo ist east of Rockland, alles klar. Ja, Jungs. Mitglieder der kaiserlichen Garde, der Exit ist this way. Wir dürfen da nicht hin. Aber hier darf ich rumlaufen, auch mit einer geilen Couch. Erstmal hinfläzen. Okay. Ein hübsches Bett. Oh, guck mal, ein goldenes Bett, was für ein schönes Bett das ist, mit einem Drachen drauf. Soll ich Privaträume von ihm, ne? Absolut, glaube ich auch. So, das Hallo, heißt... Hallo, Tri. Aber was ist hier drin jetzt? Locked. Das habe ich da der gleiche Ausgang, glaube ich. So, ausgerüstet sind wir, ist alles cool. Alles fein, dann reisen wir weiter nach Osten. Geil. Die ganze Karte... Warte mal, gibt kein... Nee, das ist auch... So eine Gesamtkarte gibt's nicht zu sehen. Ich drücke alle Tasten. Nö, keine Karte. Das sieht wie ein Eingang aus hier, oder? Ja. Mount Saifu. Oh, das ist geile Musik. Speicher nicht vergessen, das dachte ich mir auch, aber... Aber... Ich muss das Schwarze mal anhören, notfalls wenn wir sterben oder was. Ach, wir sterben doch nicht, come on. Wir doch nicht, oder? Und Zeit haben wir auch noch genug. Oh, ja. Phew, endlich, Mount Saifu. Alle ihr, don't chicken out because of the bandits. Okay, macht euch keine Sorgen wegen den Banditen oder so. Don't chicken out because... Okay, das muss ich kurz übersetzen. Das flippt nicht aus oder so? Ja, warte kurz. Don't chicken out because of the bandits. Don't check out. Don't chicken out because of the bandits. Macht euch keine Sorgen wegen den Banditen. Okay. Schau. Chicken out. Was ist das für eine Umgangssprache, ey? And you too. Und du auch nicht. Here we go. Pan, you take the lead. Pan, du übernimmst die Führung. Oh. Warum ich? Halt einfach Maul und geh. Ich bin der Führer. So, also werde ich als letztes gehen. Das ist Angst. Macht natürlich Sinn. Pscha. Das ist aufregend. Ist es nicht, oder? Chris? Ted, please don't say such things. Sag bitte nicht solche Sachen. Young Master, don't put yourself in danger. Junger Meister, bring dich nicht selbst in Gefahr. Ich, Gremio, werde dich beschützen. Hey, let's go. Okay. Oh, direkt eine Höhle. Dunkel. Haben wir Licht dabei? Schicht dunkel. Los, lauf, Chris. Aber unheimlich. Zack. Berge sind auch immer schön und nicht unheimlich. Oder auch oh nein, bitte keine Weglabyrinth. Oh nein. Scheiße. Miepa. Boots acquired. Haben wir alle, tragen wir alle Schuhe? Medicine acquired, wir müssen kurz gucken. Medicine. Item, ne? Boots. Boots. Warte kurz. Boots.
Handover. Können alle tragen, okay. Ted hat am wenigsten gehabt, glaube ich, ne? Okay. Ich glaube, Ted hat am wenigsten. Ja. Other. Boots. Schau. Easy. Cleo. Nein. Xena ist immer noch auf die Frau in der Gruppe aus. Oh, Banditen. Okay. Fight. Was ist denn mit den Ruinen? Können wir das immer einsetzen? Wir haben keine Magie, oder? Rune, anscheinend nur einmal. Dann ist ja immer so ein... Keine Ahnung. Boah, aber das ist zu groß. Das Attack muss reichen, komm. Ich mache nicht jedes Mal dieses Feuerding. Das ist ja voll krass gewesen. Sehr schön. Sehr schön, die sind ja nix. Das war ja nix, ja, stimmt. Easy. Banditen. Die kennen doch nichts, die Banditen. Da brauchen wir schon mal keine Sorgen zu machen. Wir haben auch gut gelevelt. Und gut ausgerüstet, muss ich sagen. Naja, gut gelevelt könnte man noch ein bisschen mehr machen. Oh Gott. Hasse Labyrinthe, ey. Oh Gott. Ich will die kleinen Ameisen. Da lohnt sich doch der... Ah ne, es ging auch immer noch auf einen, oder? Ja. Scheiße. Ich brauche mal Massenangriffe. Shit. Alter, in die Schnauze. 5 ziehen die ab, okay. Ausgewichen. 6. Stimmt, wir müssen uns vielleicht mal heilen dann einmal. Sehr gut. Unite, okay, stimmt. Wer macht Unite hier? Grammy, Unite. Talisman-Attack. Oh, geil! Okay. Okay. Gucken, ob wir es zu Gesicht bekommen. Das ist ein Gruppenangriff anscheinend. Ah, guck mal, er hat einen Kontaktangriff gegeben auch. Von einer kommt Unite Gruppe noch? Ach, die beiden, okay. Oh, geil, okay, nice. Super. Okay. Danke, Edwin, für den Tipp. Danke, Edwin. Es gibt schon viele Möglichkeiten, ja? Schau, kontrollier mal die Dingris. Was? Oh, hier ist nix. Oh, hasse ich. Was denn? Was denn? Die Energie. Okay. Alles cool. Jetzt habe ich nicht gesehen, was ist hier im zweiten Gang? Da ging es ja weiter oben. Shit. Okay. Jetzt wird noch ein bisschen gekämpft, ne? Oh, Michi, magst du das machen? Du kannst nicht ganz nichts gemacht. Ja, ganz schön zum Kämpfen. Also, du fragst mich gar nicht. Ich fürchte, der Hund ist bald wach, deswegen. Michi mag, wenn die XP steigen, ja? Oh, Kiste! Wo ist das Kisten-Emoji? Defend Rune Piece. Defense Rune Piece. Verteidigungsrunenstück. Ah, die können wir ja nicht. Hä, hey, warum ist Ted so komisch? Achso. Boah, ist das eklig mit dem Schaum, ey. Was ist los mit Pepsi, ey? Danke, Komprisma. Danke, Kiste. Sehr gut. Ich muss jetzt immer kommen, wenn wir eine Kiste finden. Kiste. Nochmal Kiste. Nochmal Kiste. Kiste. Nein, Spaß hat auf. Alles gut. Antique. Aha. Antique. Antiqua. Nee. Quo? Hieß es mit A oder mit E? Ich kann nachgucken, bitte. Antiquität. Okay. Eine, was man damit macht, keine Ahnung. Vielleicht verkaufen und kriegen wir Geld. Das kann sein. Kiste. Ja, Kiste. 1000, ja. Ungewöhnlich so viel Schaum bei der Pepsi, das ist echt furchtbar. Guck mal, ist immer noch da. Also selbst im Schweine! Boas, das sind Boas, Wild Boa, da steht's. Also ich hätte jetzt Boas mit Boas bekämpft. Achso. Pepsi schmeckt so ekelhaft, weil Pepsi still und heimlich die Rezeptur verändert haben. Jetzt nur noch 28 Kalorien oder so. Dafür ist jetzt Süßstoff drin, ich kann es nicht mehr trinken. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Das ist schlimm, ja. Pepsi nie richtig trunken. Aber die 1000 nicht verspielen, Michi. Nee, mach ich nicht. Wenn, dann speicher mal vor, Xena. Chris, auch wenn es eklig klingt, aber probier mal ein Glas mit Hälfte Pepsi und die andere Hälfte stilles Wasser. Lacht er. Was? Nein! Ich weiß, man müsste immer Wasser trinken. Ja, aber Zucker ist trotzdem drin, ja? Süßungsmittel, ja, okay, aber Süßungsmittel ist auch drin, ja? Aber dass das verschäumt ist, ist ja echt krass, auffällig. Dass sie sich geändert haben. Es war eine echte Alternative zu Coca-Cola. Ich muss sagen, ich habe Pepsi auch gerne getrunken früher eigentlich.
Aber die Schweine ist gerade hingerannt. Also lieber Pepsi, ne? Ich mochte auch das Logo mehr und so. Cola war immer ein bisschen langweilig mit dem Rot und so. Aber ja, schwach, wenn Pepsi das jetzt... Aber Pepsi ist mittlerweile auch Coca-Cola Company, oder nicht? Pepsi-Cola. In Pepsi-Globe are trademarks of PepsiCo. Okay. Ich dachte ja mittlerweile, irgendwie sind die zusammen gewesen, aber egal. Kommst du da recht? Alles gut, ja, oder? Schau ich gar nicht zu. Ja, ich bin ja gerade im Unterhalten. Medizin. Ich schätze, die haben wegen der Zuckersteuer in Großbritannien jetzt Zucker durch Süßstoff ersetzt. Ah, okay, alles klar, krass. Aber come on, ist ein Weltkonzern. Was macht Großbritannien da aus? Da muss doch nicht die Rezeptur von überall ändern, oder? Oder bei uns zumindest auch nicht. Stimmt, das hier auch nicht. Die Banditen sind echt. Ich mag diese dynamische Kamera, das ist ganz cool eigentlich, ne? Das ist fast 3D. Die Kämpfe gehen echt flott. Ja, sag ich. Flott. So viele Kisten. Leggings! Ja! Yeah. Leggings ohne Löcher, yay! Kennst du Leggings mit. Michi sammelt Talerchen und Experience Points. Okay. Kennt ihr Vita-Cola? Ja, die gab's mal, die grüne Cola. Die fand ich eigentlich auch nicht schlecht, aber kann ich mittlerweile, weiß nicht, ob es der Geschmack mittlerweile geändert hätte, aber die gibt's ja eh nicht mehr. Also bei uns gibt's sie zumindest nicht mehr. Wer hat die Leckie? RC-Cola kenne ich nicht. Wer hat die Leckie? Ich kenne die grüne Vita-Cola auf jeden Fall, die gab's mal. Ah ja, sie, okay. Aber sind wir ehrlich, keine Cola schmeckt eigentlich so gut wie die Originale. Es ist immer das Gleiche. Es gibt so viel Cola-Substitute, aber die Originale ist immer die beste eigentlich. Hab Clio die Leggings Clio. Genau, habe ich ergeben. Okay. Dachte mir schon, dass es Xena gefallen wird. Oh! Zack, zack, zack. Das sieht jeder Auftrag sieht aus wie das Ende des Labyrinths, ey. Oh! Oh, warte kurz! Wir sollten speichern. Zurückgehen, ja? Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal bin ich, glaube ich, habe ich hier geendet. Vor 2 Jahren bin ich hier gestorben. Okay. Und das erste Mal in dem Kampf. Und dann habe ich aufgehört. Echt? Meine Ohren jucken langsam von dem Kopfhörer. Okay. Ich tue die mal kurz raus. Halbes Stündchen noch, Michaela. Oh, das ist ein stärker Bandito. Die gibt's noch, die Vita, okay. Die Vita Cola. Oh, Master 3 eben. Dr. Pepper. Schwierig. Das ist auch nicht probiert. Also den halben Dr. Pepper habe ich seit meiner Jugend nie verstanden. Wir waren einmal in der amerikanischen Kaserne und durften da einkaufen. Da gab es natürlich Mountain Dew und anderen Scheiß, war alles neu für uns. Und da habe ich mal Dr. Pepper was gekauft. Bah, das war irgendwie nicht gut. Hab's nicht. Weißt du, sorry, Master 3, wenn unsere Geschmäcker da auseinandergehen, aber Dr. Pepper habe ich nie gefühlt. Vanille, okay, ja. Cola Vanille mag ich auch. Aber ich glaube, Dr. Pepper Vanille würde es trotzdem nicht rausreißen. So ein Scheiß, jetzt müssen wir doch tatsächlich. Jetzt hätten wir das Item gebraucht, das ist ein Dungeon raus, oder? Haben wir schon bekommen. Dann nimm das doch. Nö, wir trainieren jetzt. Oh, nee. Liebe Grüße, eure Michi. Deine Worte vor der Höhle waren. Speichern? Stell mir doch nicht. Genau. Ja, aber gut, das sind nur Erfahrungswerte. Kann sein, dass wir gar nicht sterben würden. Stimmt, weil ich jetzt. Vielleicht haben wir diesmal besser gelevelt und besser gedingst, als ich das damals vor 2 Jahren gemacht habe. Und RC ist Royal Crown. Damals in Florida gab es fast nur Royal Crown gefühlt. Noch nie gehört, Nova. Ha, Geschmäcker sind halt verschieden, halb so wild. Oh, Mountain Dew mag ich aber voll. Ihr müsst es immer positiv sehen, wenn die Leute euer Zeug nicht mehr, bleibt mehr für euch übrig. Naja, übrig. Als ob so eine Knappheit wäre irgendwie. Bringt's ja auch nicht. Oh, wenn es nicht so viele mögen, gibt's. Guck mal, was steht. Black Wild Boar. Das ist so eindeutig braun. Stimmt. Einmal sterben bedeutet 2 Jahre Pause. Nein, damals habe ich es auch noch ein bisschen härter gemacht. Ich habe ja direkt so eine Vokabelliste geführt nebenher. Das war alles viel zu träge und Dings. Und irgendwie hat mir auch. Laufen wir ganz zurück, um Geld zu sparen? Oder schlafen wir. Man konnte ja gar nicht schlafen in dem Kaff, oder? Doch. Nee. Nee, okay, dann muss ich ganz zurück. Komm, doch, Geld zahlen halt, ja? Nee, da gab es doch was Tee, oder? Nee, du kannst doch schlafen, doch. Achso, okay. Glaube ich. Oder? Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, dass bei Softdrinks viel über Gewöhnung geht, außer die neue Pepsi. Die könnte ich 1000 Liter von saufen und ich würde es immer noch widerlich finden, ja. Ja, ich sag mal so, ich habe vor einigen Jahren die Cola Zero auch immer verhasst und gehasst. Mittlerweile, es ist eine Gewöhnungssache auf jeden Fall. Mittlerweile kann ich Cola Zero auch easy trinken. Sie muss halt eiskalt sein, aber es muss eh jedes Softdrink sein. Schau. Für jeden aber. Was für jeden? Boah, für jeden. Each, ja.
Laufen. Jetzt hör auf, komm, mach das. Laufen zurück. Nein, jetzt hör auf. So bin aber so schnell, da kommt doch fast keiner. Ich will diesen Endfight jetzt noch machen, bevor wir Schluss machen. Dann lass mich spielen, bitte. Das geht wenigstens schnell. Speichern noch mal. So. Michi hat recht. Nein, ich glaube, es hackt. Ist ja ekelhaft so viel. Wer verdient noch einen Haufen Geld? Ich habe außerdem das Gewinnspiel gewonnen hier. Da haben wir 1000 plus gemacht. So, okay. Also bitte. Eure Grafik bewährt bei Suikoden. Muss sagen, bin optisch etwas enttäuscht. Echt? Optisch enttäuscht? Ich weiß, es ist halt, der erste Teil. Ich weiß nicht, ob der zweite Teil vielleicht hübscher was ist. Was findest du optisch nicht so schön daran? Das zum Beispiel finde ich auch nicht hübsch. Das ist Chibi, sieht doch süß aus. Ja, weiß ich nicht genau. Oder was sagst du bei Terramigma? Aber ich finde es geil. Ich mag diesen Oldschool. Also es ist halt wie ein SNES-RPG. Darf ich wieder laufen? Der Stil. Hier ist halt ein bisschen mager. In den Kampfbereichen, da ist ein bisschen mager, ja. Das kann man sagen, die Höhlen und so, da wären mehr Details gut gewesen, das stimmt schon, ja. Aber ich habe jetzt auch nicht viel mehr erwartet. Das schöne Geld! Die ziehen euch ab da. Die sind ekelhafter. Von den 1000 gewonnen hast du aber schon 300 fürs Schild, das keiner nutzen kann, verbrannt ist. Xena ist so ekelhaft ehrlich, weil es ist unfassbar. Das kommt von Xena. Ganz schlimm. Da warst du drin, oder? Links? Ja. Okay. Guck mal, mit jedem Kampf verdienen wir Geld, jetzt machen wir das wieder gut. Die 30 Bits... 30, 60, 90, 150 können wir ausgeben. Pfui, diese Wucher. Super, der Mann hat den. Ich habe einen ganzen Kasten gekauft. Von dieser Pepsi leider. Tja, Christian, was passiert, wenn man bestellt und nicht im Laden geht? Kalt ist die auch nicht mehr. Also ich muss das jetzt trinken, leider. Ey. Alter, wie das schäumt. Das ist echt wie so ein... Ja, die Zero-Sachen zum Beispiel. Michi, Asiate, ne? Unser Standardasiate, ne? Da gibt's da so einen Kasten, also so ein Getränke, wo man die Getränke sich selbst holen kann, ne? Martin, muss ich Kopfhörer reintun. Da gibt's eine Cola und es gibt eine Zero-Cola, Afri-Cola, glaube ich, ne? Ja, genau. Und bei der Afri-Cola merkst du sofort, wie das immer schäumt, ne? Wenn du es einschenkst. Das stimmt, die schäumt voll krass. Das ist so eine Pumpmaschine einfach, ne? Und bei der normalen Cola schäumt's nicht so. Und das ist aufgrund der Süßstoffe, glaube ich, einfach so. Das heißt, das ist der einzige Beweis, dass es hier so schäumt, dass wirklich die Süßstoffe hier überhand genommen haben. Nova muss leider gehen. Alles klar, kein Problem. Schön, dass du da warst. Schönes langes Wochenende dir. Geht ihr morgen auf den Flohmarkt, Leute? Geht's morgen bei euch? Morgen scheint die Pepsi schon nicht mehr so. Wirst sehen. Was? Geht ihr morgen auf den Flohmarkt, meine Lieben? Achso, morgen. Ja, wenn Wetter gut ist, gehen wir morgen vielleicht auf den Flohmarkt. Es soll Sahara-Staub wiederkommen, ne? Genau, gute Nacht, Nova. Nacht, Nova, schlaf gut. Das Spiel sieht sehr gut aus, finde ich, schreibt Nova noch. Ja, ist immer die Sache, ja. Eiskalt geht es noch, Chris. Einfach die Geschmacksnerven ziemlich etwas betäuben, ja? Ich trinke sowieso alles nur eiskalt. Ich mag's eiskalt nicht so. Au. Oh, sorry. So, jetzt sind wir gleich da. Ich weiß noch, bei dem Kampf, da habe ich geblutet. Aber ich hatte vielleicht auch keine Ruhe, ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, diese Feuerpfeile hatte ich nicht. Doch, die Frau ist doch die Gegner. Ah, der von oben wieder kommt. Also die Kämpfe finde ich grafisch geil, muss ich sagen. Also das ist schon diese Dynamik auch. Zehen bewegen sich aus der PC. Das gefällt mir optisch schon gut. Oder okay halt. Ich meine es auch 1995, musst du bedenken. 600, auch, ne? Geil. So, jetzt aber. Okay. Hallo, was bist Alter, du? Alter, es ist ein Quelag. Quelag, ja. Okay, Soldier and Queen Ant. Machen wir euch die Kleinen fertig, oder? Jeder, du kämpfst. Warum spielst du eigentlich jetzt schon wieder? Du spielst immer meine Spiele, ey. Die ich spielen will eigentlich. Okay, mach. Rune, ja, auf jeden Fall auf die Queen. Flaming Arrows. 3 Stück. Ah, da steht eine Zahl. 3. Das heißt, kannst du dreimal nutzen. Ich kann nicht rüberschwingen. Was? Ich kann nicht rüberschwingen, ne? Muss ich so machen, ne? Ich hab's nicht verstanden. Warum geht's nicht? Achso, warte, ich rüber. Was soll man machen, ne? Der kann ja nichts machen, nicht. Ne? Nee, du musst... Hä? Probier du mal B. Du musst einfach nur X drücken. Guck mal, du suchst dir den Gegner aus. Achso. Zack. Wo ist Rune jetzt? Warum geht Rune nicht? Ah ne, weil du bist bei Ted. Bei Cleo kommt man das nicht machen. Guck. Fight. Attack. Rune kannst du ja machen, oder? Jetzt, ich will das Rune jetzt machen. Boah, Rune. Halt ab. Ja, warte. Ach, bei Rune kann ich es gar nicht auswählen. Mhm. Doch, jetzt hier. Und, ja. Rune? Wo ist das Problem, Michi? Achso. Geht doch. Ich bin wohl das Problem. Das bisschen. Oder hast du einfach nicht geheilt? Wieso, was meinst du? Damals, oder? Komm, easy. Sehr 120, schön. Oh. Sehr gut. Geil, gekontert. Ja, genau.
Jetzt kenne ich. Eins, Alter! Die muss über diese Runen sterben, glaube ich. Sechs! Und die Wachen kommen wieder? Oh, shit, das meine ich. Das war ein harter Kampf. Da muss ich jetzt echt überlegen. Wie sie. Energie, alles gut? Alles gut, noch Energie muss ich, okay. Dann auf den Soldaten erstmal. Die. Jetzt können wir. Defend. Ich kann die Queen gar nicht angreifen. Doch, jetzt Flaming Arrows. 120 hat es zumindest gemacht. Ja, das haben wir nicht besser. Attack. 2 Jahre Pause. Queen. Oh oh. Eins. 2 Jahre. Jetzt hör auf, Xena. Wenn man die Feuerrune nicht ausrüstet, hat man ein Problem. Ja, ich glaube, das habe ich damals gehabt, nämlich. Das also, guck immer mal dann. Muss ich die Kleinen vielleicht gar nicht machen? Wenn. Mach mal. Greife an und jetzt mach. Achso, Unite. Unite? Ja, aber das ist doch. Nee, nee, bei ihm. Beim Kriegen. Ja, ja. Auf die Tussi. Talisman Attack. Auf Quelak. Ja. Quelak. Rune. Flaming Arrows. Einmal noch. Also, komm. Kannst du einmal. Okay, krass. Und dann ist es leer, da geht's bei mir im Kampf. Ich glaube, die ist jetzt durch. Das Spiel ist bestimmt so gemacht, dass es jetzt durch ist dann. Okay, Unite! Unite, komm! Unite! Alter, 10! Okay, jetzt wird's spannend. Jau! Okay, soll so sein. Okay, cool. Okay. Ah, geil! Yeah, we did it. Verdammt, so stark. Wir werden sie nie besiegen. Mit dieser Geschwindigkeit werden wir weggewischt. Mhm. Idioten. Was sagt ihr da? Ihr müsst mich beschützen. Junger Meister, lassen Sie uns flüchten. Ich werde Sie beschützen. I don't know if we can make it. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Tut was! Die Musik. Den opfert man bestimmt jetzt. Chris, alle, bleibt zurück. Ich habe eine Idee. Okay, Ted. Don't be reckless, Ted. Sei nicht dumm. Don't be reckless. Sei nicht leichtsinnig, alles klar. Was soll ich machen? Okay, Ted, oder? Ich hätte es gesagt, mein guter Freund. Achso, okay, dann sag das. Sei nicht, Dings, ist leichtsinnig. Keine Sorge, Chris. Lass mich das handeln. Aber danke für deine Considerate. Rücksicht, für eine Rücksicht. Okay. Nee, du hast noch schon weitergespielt. Ich kämpfe, ja, weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, was abgeht. Schwarze Materie. Materia. Ich find's gerade voll geil. Ist unerwartet. Was ist. Ach, er hat es gemacht! Ja. Was ist denn er für einer? Der ist irgendwie unheimlich. Da gibt's gerade nur irgendwas zwischen. Was zur Hölle? Ted! Wie hast du das gemacht? Entschuldigt. Aber ich kann es euch jetzt erklären. Ich kann es aber ich kann es euch nicht erklären, jetzt genau. Gerade. Chris, I will tell you when we get home. Ich werde es dir sagen, wenn wir heimkommen. Der wollte schon die ganze Zeit noch irgendwas sagen. Wir haben es gar nicht. Und da war noch eine Anspielung auf 300 Jahre irgendwas, ne? Genau, ja. But don't ask now. Er ist kein Mensch. Genau. Egal. Let's get rid of the bandits and go back. Lass uns die Banditen loswerden und zurück nach Grigminster. Zieh dir mal nackig aus, wenn wir gehen, Chris. Dann können wir sein Equipment haben. Da ist noch irgendwas noch. Hm, this must be what Commander Grace was talking about. Hm, das muss es sein, worüber Commander Grace geredet hat. Der Kampf war easy. Okay. Aber warte mal. Ich habe die Erinnerung, dass ich hier nicht weiterkam. Nee, ich habe die Erinnerung, dass Ted irgendwas zu Hause dir im Haus hat und dann irgendwie duftet der ab. Also, da habe ich doch weitergespielt. Ups. Ja. Da war das doch nicht der Kampf. Okay, okay. Oh. Geht's uns allen gut? Oh, komm, gar nicht mal so. Ein bisschen heilen. Aber die schaffen wir, oder noch? Ja, die sind easy. Die haben es bis jetzt noch nie angefasst. Okay, läuft. Knistern. Okay, knistern, dankeschön.
Das ist ja echt furchtbar. Knistern. So, geschafft. Und heilen jetzt alle hier, ne? Medicine. Use. Chris. Das passt noch. Bop, bop, bop. Ah, jetzt kommt ja noch ein Kampf mit den Banditen, ja? Kiste. Thunder Rune Piece acquired. Oh. Okay, ich denke, denkt an Free Will, dann müsst ihr nicht immer X drücken, ja? Das stimmt auch wieder. Bei diesen Standardsachen, ja? Wir lieben X zu drücken. Klick, klick, klick. Michaela, er liebt X drücken. Hast du es gehört? Free Willy! Das ist aber fast schon wie automatisch einfach, ne? Ist auch ein bisschen. Ist langweilig. Ja. Jetzt muss ich trotzdem X drücken die ganze Zeit bei dem. Das wäre mal geil, wenn man da nicht mehr X drücken müsste bei den ganzen Experience Points Vergebung. Oh. Ja, doch, ich erinnere mich nicht. Ich war hier schon. Ich weiß nämlich, ich weiß auch, wo du weitergespielt hast, nicht, Chris. Check in der Memory Card. Check, so. Check. Overwrite. Warum die Musik immer ausgehen muss, finde ich schade. Ist komisch, ja. Weil sich die PlayStation komplett konzentrieren muss auf den Speicher. Speichern, genau. Ich habe keine Zeit, jetzt noch Musik abzuspielen. Oh. More Bandits, Michi. Ah, sorry, jetzt hab ich schon gedrückt. Fingerchen trainieren kann man da. So, Wunderbärchen. Zack. Finde ich auch gut, dass immer die Sachen drinstehen. Noch considerate, rücksichtsvoll, dass man das auch als Zuschauer dazukommt. Nimmt man mindestens das noch mit, wenn man es nicht weiß, zum Beispiel. Ne? So kriegen wir nicht mal. Wenn du nur kurz reinsetzt bei uns, siehst du diese Übersetzung da in der Ecke und vielleicht kennst du es ja noch nicht. Das Wort und dann hast du schon was gelernt. In den paar Sekunden, wo du hier in den Stream reingeguckt hast. Das ist doch geil, oder? Oh! Farkas. Well, well, we have was heißt well, well? Gut, gut. Nun, wir haben Besucher. Wie unüblich. Was wollt ihr? Hör zu, du Bandit. Ihr Banditen. Du musst X drücken, dann geht's schnell. Oh, das kann ich nicht. Achso, mach dein Glück, du. Ich kann an Assistant, der Commander des Imperialischen Garde, Golden Emperor Barbarossa, have come here to teach you, um euch was beizubringen, eine Lektion zu erteilen. Turn yourself in, you tax thieves. Turn yourselves in? Was ist das für eine Redewendung? Turn yourselves in. Ergib dich! Und das heißt ergeben? Okay. You tax thieves, ihr steuert Diebe. Okay, wusste ich nicht. Turn yourselves in. Habt ihr das gehört? Er sagt, wir sind Steuerdiebe. Hört zu. You pity clerk. Oh, Beleidigung, geil. Pity clerk. Nein. Petty clerk. Petty? Belanglos? Clerk. Schreiber? Petty Clerk? Will er nicht, okay, gut. Warte mal, Clark draus, oder? Ja, ja. So. Ich bin Varkas, the Whirlwind Axe, die Wirbelwind Axt. Sidonia, you introduce yourself to. Sidonia, stell dich selber vor. Ist das ein Weib? Ist das ein weibliches Wesen oder ein männliches? Sorry, ich wollte nicht sagen, es ist ein Weib. Ich wollte weiblich und männlich sagen, aber das kam jetzt irgendwie dumm raus. Schau, Weib. Was? Hey. Why, brother? Okay. Affable fellow. Anyway. Affable. Freundlich. Freundlicher Kollege. Anyway, that there is Marksman Sidonia. Das ist hier. Oh, was ist ein Marksman? Marksman. Schütze. Schütze Sidonia, okay. Oh, das hat einen Bogen auch. Ihr kaiserlichen Steuerräuber. Better get out of here before you get hurt. Verschwindet lieber, bevor ihr verletzt werdet. Mhm. I am the renowned Imperial Hero. Okay. Renowned? Renommierte. Ich bin der renommierte kaiserliche Held. Halt's Maul. Don't you join their games. Geh nicht auf das Spiel ein. Auf deren Spiel ein. Hört zu, Banditen, if you don't give yourselves up, you'll be sorry. Aber wenn ihr nicht aufgebt, wird es euch leid tun. Ihr wollt kämpfen? Leute, holt sie oder bringt sie um. Ich werde wegrennen. Boah, die Skies are serious, die machen ernst.
Was macht ihr? Los, kämpft! Beeilt euch! Der Typ ist echt schlimm. Oh, es sind jetzt viele Banditen. Schlag einfach durch. Free Will? Ja. Free Will. Yes. Der freie Wille. Zack, zack, zack. Nicht alle auf einen eher vielleicht. Translating from English? Nice. Yes. We try our best. It's very sophisticated English. I don't know. It's very high English. In some words game. I've never heard. Okay. You guys are hopeless. Ihr seid hoffnungslos. I'll take you on myself. Ich werde euch selbst platt machen. Cydonia, hilf mir. Gib mir zur Hand. Hey. Okay, jetzt machen wir aber richtig, ne? Now we fight with... Ah, okay. Unite wieder? Ja. Talisman. Erwähnen soll ich angreifen? Keine Ahnung. Da gibt's nichts zu machen. Aber die Rune geht nicht. Ich konnte keine Runes machen. Sind die vielleicht weg, die Feuerrunen? Lots of Slang, yeah. It's very royal English. Okay, nice. Jawohl, okay, one guys. Easy. So, dann nochmal. Unite nochmal, geht nochmal, geil. Ah, das geht immer anscheinend. Mhm. Okay, dann wird jetzt auch Platz sein. Hilfe. Unusual dialogue to match the setting affable, ja. I was wondering too. Go get him! Yeah! Yeah, he's done. We did Easy it! Easy game. Wow, langweiliger Fight. Obtained 700 Bits. Gibst du auf? Huh. Are you alright? Seid ihr okay, junger Meister? That's what you get for defying me. Defying, sorry, kurz. Defying. Trotzen. Ah. That's what you get for, wenn ihr mir trotzt. Okay, nice. You didn't do a thing. Du hast nicht eine Sache gemacht, oder wie sagt man? Du hast dich einen Finger gekrümmt. Verdammt. How can I be defeated by Imperial Dogs? Wie kann ich von kaiserlichen Hunden bekämpft worden sein? Capture the bandits. Fangt die oder ne, verhaftet sie. Okay. Oh, okay, unsere Arbeit ist getan. Lass uns zur Hölle verschwinden. Können wir da. Okay, ich hab nichts gemacht. He's going on himself. Okay. Phew. Dieser Idiot sure moves fast on the way down. We will translate this. I don't get it. That idiot sure moves fast on the way down. Hat sich der Idiot auf dem Weg nach unten schnell das ist falsch übersetzt. That idiot sure moves fast on the way down. Okay, auf dem Weg nach unten kommt der Idiot sicher schnell voran. Keine Ahnung. Hurry it up, y'all. Beeilt euch alle. We are off to a hero's welcome in Rockland. Wir werden wie Helden gefeiert werden in Rockland. Okay. Okay, jetzt kann ich selbst steuern. Was soll ich machen? Nix. Okay, ich dachte, du wolltest vorhin, dass ich irgendwas mache. Ah, sind wir am Speicherpunkt vorbei jetzt aber? Ja. No save point. Sure, sicher. Im Sinne einer Annahme. Ja, ja, klar, weiß ich. Sure war, glaube ich, nicht das Wort, warum ich jetzt hier gezweifelt habe. Wow, süß. Ah, ich mache wieder Fight. Bisschen, da kann man mehr Kalorien verbrauchen. Muss wow. Schon drücken. Kalorien verbrauchen, oder? Mit einem Finger, ja. So. Let's get going. Jetzt haben alle Level 8, juhu. So, hoffentlich werden wir jetzt gefeiert hier. Und wenn nicht vermöbelt. Speichern. Nur speichern. Hier. Ja. Nicht heilen. Nee, passt schon. Der wird sicher schon runtergelaufen sein. War das hier? Ja, okay. Oh nein, ich habe ihn auf Stay gedrückt. Okay. Vielleicht war das ein Anspruch darauf, dass er fett ist und deshalb gut im Berg runterrollt. Runterrollt, genau. Kann so was. So was wird gemeint gewesen sein. So. Achso, jetzt müssen wir hoch wieder zum Kollegen.
Gardi, wie hieß er? Gardi. Okay. Garlic? Mit einem D. Garlic. Willkommen zurück, Master Kanan. What happened with the bandits? Was ist mit dem Bandit passiert? What? Ihr habt sie verhaftet? Ich werde Master Greatly... I get Master Greatly right away. Holen. Please wait a moment. Greatly heißt er. Hab ich ja gesagt, also der Gardi ist auch so ähnlich halt. Alter, wie die alles voll ist. Grady, you're back so soon. Ihr seid so schnell zurück. Ich bin sehr beeindruckt, Wächter. We didn't waste any time capturing the taxis. Ihr habt keine Zeit vergeudet, diese Steuerbanditen zu fangen. What do you mean, tax thieves? Was meinst du mit Steuerdiebe? Du bist der Steuerdieb. We will place them in this dungeon here. Wir werden sie hier im Kerker platzieren. Einsperren. Da ist das ein Busch, Michaela. Der ist kaputt. Die Banditen sind, glaube ich, cool und der ist nicht cool. Ja. Master Kanan. Was? Bitte nimm das. Nehmen Sie dies. Es ist mal ein kleines Geschenk für die Dorfbewohner. Von den Dorfbewohnern, oder? Genau. Well, thank you very much. Nun, vielen Dank. Ah. Wir können jetzt die Wette hier, 10.000, können wir jetzt ein Hütchenspiel machen. Ach so, aber speichere ich davor. Oho. This is dangerous, das ist gefährlich. So, I'll hold it. Ich werde es für mich behalten, erstmal. Oh. Oh, krass, wird ein Albtraum. Ist da was los? Das ist jetzt uns klaut. Oh nein, er träumt. 10.000 Bits stolen von Kanan, oder was? Ja. Nix da, Chris. Der Hund. Ist lustig, guck mal. Für alle, die es nicht wissen, we have a dog here. And he's sleeping. Small duck. And he's talking in the sleep. Danke meiner Efforts. Bemühungen. Die Banditen haben. Sind die Banditen gefangen? Let's get back to Crickminster. Lass uns zurück nach Crickminster. Aber ich will meinen Erfolg dem Grace berichten. Das ist lustig. Jetzt vermöbelt ihn. So. Ich speichere nochmal. Können wir da reingehen und die Truhe öffnen, ne? Ach so, ja. Erstmal locked auch. Genau, lass uns mal gucken. Locked. Geh mal rein und geh von rechts raus, Chris, mit dem Locked. Lass mich gar nicht hier durchschauen. Oh. Did you forget something? Der ist automatisch gegangen gerade. Toll. Wir dürfen nicht hier sein, einfach. Okay. Also nochmal speichern und dann das Hütchenspiel für 10.000 machen wir mal schnell. Okay. Das müssen wir mal mitnehmen, gucken, was schaffen, Alter. So. Wenn es nicht schafft, dann speichert, klick mal nochmal. Ja, dann klick mal nochmal, ja. Klick mich an. Klick, klick. So. Hast du Lego Island gespielt? Nein. Hat am die Lego-Mächer immer geklickt. Now we'll take the game. Das Hütchen-Game hier. For 10.000. So, jetzt gut aufpassen. Jetzt ist das Auge gefragt, ey. Passt ihr alle gut auf? Seid alle dabei? Was hab ich jetzt in... Doch, ich habe jetzt Money in Hand. Schau, 10.000. Mhm. Wir brauchen doch nicht die 10.000 von dem... Wollen wir aber. Kanan. Okay. Okay. Okay, are you ready? Ja. Ich will dann eure Meinung wissen. Jeder muss 1, 2, 3 sagen. Links ist da. Okay. Bist du schon eingefroren, Chris? Ja, oh, okay. Aber gut, ist aber gar nicht wichtig. Warte kurz das Ding hier. Okay. Let's go. Okay. Die Augen wichtig. Ah, halt's Maul! Puh. Which one is it? So, which one is it? What are you saying? Die ist meine Alter, ich Mitte. Hab's gar nicht, das war unfair, das ist ja unmöglich. Ich bin in der Mitte. Das ist unmöglich. Ich glaub rechts. Alter. Das ist wirklich unmöglich. Den Clip langsam anschauen. Ah, gut, nee. Aber ja, ist eine gute Idee. Aber ich glaube, oh, das müssen wir mal gucken, ob das geht. Aber ich kann es gerade auf YouTube, müsste man... Schaut mal auf YouTube, wenn ihr auf YouTube schaut, dann müsst ihr zurückspulen können und es ganz langsam mit halber Geschwindigkeit ablaufen lassen können, so. Nein, komm, wir lassen das. Ist egal. Wir klicken es sonst. Schummeln ist nicht cool, ja, genau, richtig. Also. Da mach halt die Mitte. Ganz rechts, oder? Nee, mach Edmund lieber in der Mitte. Ich sag rechts, aber. Ach, du sagst auch rechts. Ich habe auch rechts gesagt. Dann machen wir rechts. Warte kurz. Nee, mach's ready. Wir klicken es sonst. Wir klicken, wir entscheiden jetzt für rechts, wir machen das auch. Aber könnt ihr dann sagen... Warte mal, das gucken sie wirklich alle, ist halt süß.
Okay, ich warte. Wir warten jetzt 20 Sekunden. 1, 2, nicht so viel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt haut raus. Freunde, jetzt. Mitte. Oh, Golden Boy. Mitte, okay, nice, danke. Mitte. Ja gut, sagt doch jemand Mitte, oder? Sagen die anderen. Xenia, was sagst du? Also komm, Prisma. Ja, auch nicht mehr so lange. Was sagt Master 3D? Den anderen Namen kann ich nicht lesen. NTH. Mitte, komm, Prisma sagt auch Mitte. Okay, jetzt machen wir Mitte. Alles klar, okay, wir machen Mitte. Okay. Ich wollten rechts machen, wir beide. Genau, alle sagen Mitte. Alter! Ja, super, danke, ja, Leute! Herzchen für euch. Okay, Big Hit. Big Hit, yeah. Nice, auf 25 ging es zu schnell. Alter, wie krass, das muss ich selber auch nochmal machen dann. Alter, krass. Okay, jetzt, aber jetzt haben wir euch glücklich gemacht, oder? Ich Finanzboys. Mich hast du vor allem glücklich. Oh mein Gott, die Zahl geht immer nur ab. Aber so können wir es jetzt immer machen, ey. Die ganzen Leute mal einfach YouTube zurückspulen und so. Nee, das ist unfair. Quitting already? Ja, ich hab gewonnen. Ja, geil. Wir wollen einen Anteil. Ja, gerne. Yeah. Ja, nice. Sehr gut. Sollen wir gleich nochmal speichern? Warte mal. Wusstest du jetzt? Gregmins ist nochmal zurück, ne? Ja, aber speichere erstmal. Nee, ich speichere Gregmins. Das ist schon, wenn die Dinger kommen. Das nervt uns jetzt. Okay. Back to Gregmins. Das ist krass, dass du leicht verdientes Geld da machen kannst. Wir könnten aber auch nochmal nach Norden und Süden gehen von alleine. Mal gucken, was da ist. Aber das machen wir beim nächsten Mal eher. Ja, ja. So. Und dann kurz vor den Toren nochmal ein Kampf. Die machen uns jetzt fertig, wirst sehen. So. Wir können dann in unserer Die Haus- riechen, die smelling the 10.000 Gold, Bits. Mal Bits. Okay. Ich will gewiss, was das Symbol über dem Kopf bedeutet halt einfach, ne? Tod bedeutet vergiftet, glaube ich, sowas wie. Ja, so stimmt, genau. Wir kriegen ja Schaden wieder außerhalb des Kampfes auch. Mhm. Wir gehen dann da schlafen einfach. Also wir können mit Fug und Recht behaupten, bis jetzt noch niemand gestorben bei uns jemals. Ne? Und wir haben einen Haufen Geld in der Tasche. Geld in der Tasche, Oh. I have a lot money. This is as far as you have to come. Das ist so weit, wie ihr kommen dürft. Ich werde Commander Grace berichten, nun berichten. Ihr könnt alle nach Hause gehen und euch ausruhen. Ich bin so ein toller Typ. Ich bin so ein netter Typ. Yeah. Ja, so nett. Es macht, bringt mich zum Weinen. He's planning to take all the credits for himself. Er wird den ganzen Ruhm für sich einheimsen. Let it go, but lass ihn gehen, Pan. It wasn't such a big accomplishment anyway. Es war nicht so eine große... Accomplishment? Accomplishment? Leistung. It was not such a große Leistung und so. Ich bin ausgelaugt. I want to go home and rest. Ich bin erschöpft. Junger Meister, we've been away from home for a long time. Wir waren lange Zeit weg von zu Hause. Ich werde fix something special to eat. Ich werde irgendwas zusammen fixen. Zusammenmischen. Großartig, Grammyo. Your cooking is terrific. Deine Kochkünsten sind beeindruckend. Ted, you come with me. Oh! Ted, du kommst mit mir. Warum? Was ist los? Oh, nichts. Nicht viel. Es wird bald vorbei sein. Komm jetzt mit. Okay, then. Chris, go on home. I'll see you later. Ich werde dich später sehen. Besides, und übrigens, ich habe something to tell. Ich will dir was erzählen, ja. Let's go, Ted. Okay. Oh. Schön nach links. Jetzt ist vorbei. Heil. Links, heil. Sleepy, sleepy. Ich glaube, mein Kopfhörer ist lauter geworden, ey. Oh. So, hier ist. Alle heilen, ne? Wir heilen jetzt alle, dann speichern wir. The original Japanese term used for the runes was... The runes was actually crests as well. Localization is awkward. Das Glück... Ja, still, you're right. That's true. We are staying. Und dann speichern wir. Und dann ist es vorbei, oder? Okay, dann schauen wir uns nächstes Mal, wie es weitergeht. Genau. Safe. Hat Spaß mit Leute, wir sind glaube so. War glaube schon erfolgreich, oder? Override Data.
Saving Fire, okay. So this were 3 hours of almost 3 hours of Suikoden. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Warte kurz, wir gehen kurz zurück in die Szenerie hier. So. Thanks to all who were here, who are here. Thanks und danke an alle, die dabei waren, für die erste Folge Suikoden. Wir werden das fortsetzen. Vielleicht nicht morgen oder vielleicht morgen, wir wissen es nicht genau, mal gucken. Oder am Sonntag, mal schauen, wie das so verläuft mit unserem Alltagsplanung. Ja. Guten Abend, Dr. Raffel übrigens. Hallo, Dr. Raffel. Und da bist du, wir hören gleich also auf. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich fand es sehr gut. Ich fand es auch sehr flüssig mit dem Englisch, ist gut vorangegangen. Hast du Glück mit dem Englisch so, dass wir das gut nicht zu viel aufgehalten wurden. Genau. Sonst wären wir wahrscheinlich schon ein bisschen weiter. Ja, vielen lieben Dank. Abonnieren. Däumchen hoch. Kommentar schreiben. Thumbs up. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Und dann bis zum nächsten Mal. Genau, und habt schöne Ostern, falls schöne Ostern natürlich die noch nicht mehr dabei sind oder nicht in Discord sind oder sonst was. Alles klar, dann macht's gut. Ciao, ciao. Alles gut, ciao, ciao.